Weil da komme ich nicht weiter. Ein kleiner Mensch, so etwas kannst du anfangen. Genau, diese Frage ist über dieses Programm, über das wir ja immer reden. Das Programm läuft ab, wie, da brauche ich auch gar nichts verändern wollen, ne? Ich muss es einfach nur so akzeptieren, wie es ist. So. Und dann hieß es aber in dem Selbstgespräch mit dem Holger, du kannst dieses Programm verändern. Ne? Richtig, aber das ist jetzt wichtig. Du musst das nochmal was, das sind die Kleinigkeiten. Der Fehlerteufel liegt im Detail. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo du dein Programm verändern willst, ist es in der Regel des Menschen, von einer Seite auf die andere zu rutschen. Zum Beispiel, ich sage, ich bin Raucher, ich will nicht Raucher sein. Oder umgekehrt, ich bin arm, ich will reich sein, ich bin krank, ich will gesund sein. Das ist keine Veränderung vom Programm, sondern genau dieses Anstreben macht das Programm. Ich weiß, das solltest du mittlerweile begriffen haben. Ja. Das Programm verändern als Ding an sich heißt vervollkommnen. Das heißt, wir lassen alles so, wie es ist, Ja. aber du erweiterst das mit den Kehrseiten, dass die plötzlich auch richtig erscheint. Das ist übrigens gerade immer das Rechts und Links ist ganz, ganz entscheidend. Es ist ein Unterschied, ob ich oben mir denke oder ob ich mir unten denke. Es ist ein Unterschied, ob ich mir rechts ausdenke oder ob ich mir links ausdenke. Ich sage schon die Worte selber. Rechts kommt von rectus, von aufgerichtet, von richtig, von Richtung. Links umgedreht, er ist linkisch. Wenn ein Hemd oder ein Strumpf auf links gedreht ist, wird es innen nach außen gedreht. Ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Du wirst jetzt feststellen, wenn du in deine geistigen Archive gehst, dass das Linke zum Beispiel immer das Falsche, das Verkehrte ist. So viel Linkisch. zum Thema, wenn eine links orientiert sind. Das ist das Gegenteil von rechts, wobei natürlich links auch richtig wird, wenn du eine linke Einstellung hast. Also bitte nicht qualitativ von besser oder schlechter reden. In den Kulturen, die du jetzt nachforschst, wirst du feststellen, dass die linke Hand zum Beispiel die unreine Hand ist. Du darfst in vielen Kulturen mit der linken Hand, mit der umgedrehten Hand, darfst du kein Essen anfassen. Die Die wird löschen in sich der ja den Regel Arsch nur damit benutzt, um sich den Hintern abzuwischen. Genauso ist ab. es. Genauso ist es. Das heißt auf gut Deutsch, links das Umgedrehte ist das Exkrement, das Äußere und das Innere ist das Rechte. Dann komme ich Ob zu jetzt das Null. dann passt, wenn man eine bisherige linke Einstellung hat, aber jetzt machen wir uns schon wieder Gedanken, was irgendwelche Menschen glauben. Ja. Und die werden das glauben, was du dir ausdenkst. Was wichtig ist, ist das Spiel. Ich sage jetzt das Programm erweitern und jetzt gehen wir auf das Videospiel. Wir haben die Ebenen, die ich immer wieder erkläre. Das sind zuerst einmal ist eine Spielfigur. Okay, und ich werde jetzt ein bisschen genauer, ohne auf das Programm einzugehen. Im klassischen Sinn, wenn du ein Videospiel spielst, hast du ein Avatar. Das ist alles schon von mir zigfach erklärt worden. Das ist Ja. eine Person, die du dir ausdenkst. Ich mache Ja. jetzt was Neues dazu. Da gibt es zwei Möglichkeiten. In den alten bisherigen Spielen, die wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, ist es in der Regel so, dass du eine sogenannte Third Person, eine dritte Person-Perspektive hast. Er ist ja, wissen wir, er ist der erwachte oder der erweckte Geist, der etwas wahrnimmt. Und die dritte Personenperspektive heißt, dass du das Männchen, das du darstellst, das du praktisch darstellst als Avatar in dieser virtuellen Welt, die siehst du von hinten in der Regel. Darum nennt man das eine dritte Personenperspektive. Du hast auf dem Bildschirm ein Männchen, wo normalerweise, ich sag mal, die Kameraeinstellung Ja. hinter dem Männchen ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Autorennspiel in der dritten Personperspektive spielst, schaust du von hinten auf das Auto drauf, das du steuerst. Und Geht genauso besser. schaust du auf diese Person, auf die du steuerst. Okay, und die steuerst du dann. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit bei neuen Spielen mit der VR-Brille, dass du wirklich aus den Augen dieser Person rausschaust. Ja. Es gibt diese Ego-Perspektive übrigens auch bei normalen zweidimensionalen Spielen. Dann hast du praktisch dein Gesichtsfeld. Und wenn du nach unten schaust, alles klar. Alles klar, und wenn du nach unten schaust, Martin, dann siehst du bei der VR-Brille natürlich deinen Körper und genau das, was du auf der VR-Brille siehst, hast du dann auf dem Bildschirm halt bloß zweidimensional. Das heißt, wenn du nach unten schaust, dann siehst du deine Beine. Das ist ein altes Spiel, zum Beispiel Fahrenheit, ist ein älteres Videospiel, eins der ersten, die wie ein Film angelegt sind, wo du verschiedene Enden hast am Spiel. Je nachdem, wie du spielst, kommst du zu einem anderen Ende und du kannst verschiedene Versionen dann ausprobieren, was wäre jetzt passiert, wenn ich in der Situation das gemacht hätte. Das ist jetzt sehr wichtig, dass du das verstehst. Jetzt kommt nämlich das Ego. Alle Personen, die du dir ausdenkst, die prinzipiell in deinem Kopf, in deinem Traum auftauchen, sind letztendlich Protagonisten in einem Traum. Und ich sage jetzt, wenn du das Buch liest, meine einfache Metapher, in dem Moment, wo du zum Lesen anfängst,
bist du die Hauptrolle. Das ist wie eine Lebensgeschichte in der Ich-Form geschrieben. Beim Videospiel sieht es so aus, dass alle Figuren Personen sind, die in dem Buch, in dem Programm drin sind, aber der Spieler nimmt sich aus der Ego-Perspektive wahr. Das heißt jetzt, darum habe ich das vorher erzählt, dass alle Personen in dieser Geschichte letztendlich als Personen in Erscheinung treten. Du kannst alle Personen ins Gesicht sehen, aber wenn du in der Ego-Perspektive spielst, wirst du feststellen, eine einzige Person in der Geschichte ist eine Ausnahme, das bist du selber. Du kannst dir selber nicht ins Gesicht sehen. Das ist nämlich Panim Penim, weil deine geistige Sicht ist das, was du aus deinem Innern heraus als Information hast. Egal welchen Spieler du hast. Das heißt, wenn wir jetzt in einem Spiel, in einem Raum sind und da sind 5 Personen und ich spiele eine davon. In der dritten Person-Perspektive schaue ich von hinten immer auf mich drauf und die anderen sind dann um mich rum, je nachdem, wo ich hinschaue. Ich sehe mich immer praktisch aus dem Rücken. Kannst du dir vorstellen? Ja, wenn ich auf der Erdbrille auf habe, dann kann ich mich das Gesicht nicht sehen, ich kann runterschauen, dann sehe ich meine Beine, aber wenn ich um mich rumschaue, die anderen kann ich auch das Gesicht sehen. Das macht erst einmal das Ego aus. Und wir sind immer noch beim Programm verändern. Das sind erst einmal die reinen Erscheinungen. Die Personen, ob ich jetzt die ganz sehe oder ob ich mich selber bloß als Körper mich in den Kopf reinsetze, als Perspektive. Da kannst du nichts verändern. Du kannst an den Film als Spieler nichts verändern. Der Spieler selber. Das war übrigens das Thema, hatte ich jetzt werde ich wieder normal im Reden mit dem Holger, weil da haben wir gestern lang drüber gesprochen, habe ich festgestellt, das hat er noch nicht gecheckt. Der Spieler ist das blaue Ich. Das ist ein reines Konstrukt, Wäre- und Interpretationsprogramm. Das ist praktisch der Intellekt, die Logik des Spielers. Das heißt, die Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt, ist das, wie du auf Bilder reagierst. Ich sage immer, das ist der Spieler, den wir uns jetzt ausdenken, der nicht die Person in dem Spiel ist, sondern den wir jetzt als Spieler uns vor ein Spiel hinsetzen, der den Joystick in der Hand hat. So ist es, ja. Der den Joystick in der Hand hat, ist aber kein Mensch und das ist kein Geist. Den denken wir uns als Menschen mit Joystick in der Hand. Das symbolisiert dein Konstrukt, Wert- und Interpretationssystem. Du reagierst auf Bilder. Du schaust nach rechts, nach links. Du sagst jetzt, da muss ich jetzt die Schublade aufziehen. Das ist das eine, du kannst aber jetzt das Programm bestimmt auch, und das ist jetzt momentan, sagst du mal, dass wir im Groben das Bild verändern, indem du meinetwegen bei GDA sagst, ich will jetzt da in die und die Straße oder in diese Straße laufen, da muss ich hier eine Eingabe machen, was ja extrem dann die Bilder verändert. Nicht nur das Rechts- und Linksschauen verändert ja nur die Perspektive am Joystick, aber ich kann ja jetzt zum Beispiel auch sagen, ganz von vornherein, der Gedanke, dass ich jetzt dahin gehe oder dahin gehe, in den Stadtteil oder in den Stadtteil gehe, das ist ja nicht eine ganz andere Änderung, wie wenn ich sage, ich schaue bloß nach rechts oder nach links. Baut natürlich jetzt auf einen ständigen Wechsel von Bilder auf. Gut, diese KI, die wir jetzt aus dem Spiel herausstellen, in dem Konstruktprogramm sind alle KIs, das heißt definitiv alle Menschen, die in dem Spiel vorkommen. Und Menschen sind verschiedene Programme, die nenne ich KIs. Und eine einzige nehmen wir jetzt, als Generation, als den Ausgang für diese Generationen, das ist der Spieler selber und der generiert jetzt hier seine ganz persönliche Welt. Das ist, was ich sage, wenn jetzt hier zum Beispiel, ich mache immer das Wort GDA, diese offene Welt, da sind unheimlich viele Menschen und du musst jetzt denken, jeder dieser Menschen hat eine eigene Ego-Perspektive und eine eigene Welt. Das ist, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und ich betone nochmal, wir machen hier kein Science-Fiction. Du wirst irgendwann mal lernen müssen, dass du zurzeit so funktionierst und du empfindest dich als dem Menschen, der jetzt im Moment vorm Computer sitzt und dieses Spiel anschaut. Dieses Spiel ist jetzt dieses Video. Du hast 3 Pixelmännchen vor dir. Ja. Das sind jetzt die virtuellen, der Martin, die Andrea, der Udo. Und jetzt wird es interessant, der du zu sein glaubst, das ist jetzt deine Ego-Perspektive, den nimmst du jetzt sinnlich, wenn du an deinen Körper denkst, wow, das ist der vorm Computer sitzt. Ja. Du bist jetzt der sich alle 4 ausdenkt. Ja. Dich selbst als reale Person, weil du befindest dich ja noch in diesem Videospiel, das ich jetzt Traumwelt nenne. Und bitte lass dich nicht verwirren, dass das so echt ist. Ich höre immer wieder, das ist doch, wie oft erzähle ich, wenn du jetzt deine VR-Brille auf hast und ich sage mal normal aus den Augen rausschaust, du schaust dir nur das an, was auf deiner VR-Brille ist. Es ist immer alles in dir drin. Und immer daran denken, es muss in deinem Gehirn drin sein, dass du das überhaupt wahrnimmst. Und jetzt haben wir ein Spiel zwischen
Aktion und Reaktion. Ich sage zwischen Reizauslöser und zwischen Reaktion. Und das sind Kleinigkeiten. Du reagierst, das schwingt. Das kann man mit einem Computer simulieren. Und ich sage, du kannst es deshalb ausgedachterweise mit einem Computer simulieren, weil es läuft zurzeit eine Matrix. Pass auf, ich habe gerade im Moment noch kurz vorher hier und jetzt gedacht, jetzt blätter ich sich zu Andrea gesagt. Du musst begreifen, dass alles, was sich widerspricht, gleichzeitig da ist. Pass auf, wir nennen das eine Reizauslöser und das andere nennen wir Reaktion. Ja. In dir taucht ein kleines Gefühl auf. Das ist ein Reizauslöser, ein Gefühl. Du wirst gleich merken, was ich meine. Hunger. Und im Moment, das nächste, was jetzt kommt, ist eine Reaktion. Das ist, dass du dir denkst, wenn du wirklich neben dir stehst als Geist auf einer höheren geistigen Ebene und dich beobachtest, du denkst dir irgendwann einmal, Mensch, ich habe einen Hunger. Das denkst du ja nicht bloß so. Du reagierst auf das Gefühl Hunger, das in dir auftaucht. Jetzt ist aber dieses Gefühl Hunger ist ein Reizauslöser und deine Reaktion ist der Gedanke, ich habe einen Hunger. Die sind gleichzeitig da, aber du nimmst es immer noch nacheinander wahr. Verstehst du? Du hast das Gefühl, ich habe einen Hunger und jetzt reagierst du in der Welle, die sind gleichzeitig, jetzt reagierst du mit der Welle, ich habe einen Hunger. Jetzt ist es interessant, jetzt tauscht es innen um. Dieses, ich habe einen Hunger, ist auch wieder ein Reizauslöser für den Gedanken, ich muss mal Brot machen. Der jetzt nicht zeitlich aufwandert, alles, was du chronologisch abrasterst, ist ein Komplex, der gleichzeitig da ist. Jo. Ich wiederhole nochmal. Das taucht auf, ich habe einen Hunger. Entschuldigung, dieses Gefühl Hunger und du reagierst mit den Gedanken, ich habe einen Hunger. Auf den Gedanken, ich habe einen Hunger, der ja eine Reaktion ist, ist aber im selben Moment auch ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken, ich muss mal Brot machen. Dann ist der nächste Gedanke, du wirst dich in Bewegung setzen. Du denkst an deine Küche, du denkst an das Brot und so schwingt sich das hoch. Mhm. Aber der Witz ist, all das ist gleichzeitig. Es passiert ja immer jetzt. Ja. Das ist der Fehler, wo ich so oft gesagt habe, im Hebräischen, wenn wir zum Beispiel den ersten Schöpfungs-, das erste Kapitel nehmen, die Schöpfung. Und ich mache jetzt nur diese 7 Tage. Die erste Schöpfungswoche, das schaut zuerst einmal so aus, als wenn hier ein chronologisches Nacheinander ist. Das macht eine Logik. Zuerst einmal, wenn wir jetzt dieses Kapitel, das erste Kapitel nehmen, ist das ein Chat, das ist eine Kollektion. All diese Worte in dem ersten Kapitel und auch die ersten 7 Tage, diese 7 Tage stehen alle, sind im Jetzt, wenn du diese Kollektion dir denkst. Ja. Wenn ich immer sage, wenn du an deine Wohnung denkst, muss dir klar sein, dass alle Zimmer gleichzeitig sind. Sobald du dich in die Cyberspace-Welt hineindenkst, kannst du die bloß nacheinander, Endchat, diese existierende Kollektion, das heißt das hebräische Wort nach, habe ich im letzten Selbstgespräch nochmal gesagt, das heißt Ruhen. Da bewegt sich nichts, das ist gleichzeitig. Ich setze mich in Bewegung, wenn du jetzt, ob du jetzt als in der totalen Vergessenheit durch deine Wohnung läufst oder du denkst dir nur, du läufst durch deine Wohnung, wechselst du nur Gedanken aus im Jetzt, aus dieser Kollektion, diese existierende Kollektion, die wir uns jetzt denken, die wir Wohnung nennen, ist alles, jeder Augenblick, alles, was du anschauen kannst, ist ja alle Dinge, sage ich einmal jetzt, materiell ausgedacht, sind ja gleichzeitig da in dieser Kollektion. Aber du kannst die jetzt chronologisch gedacht nur nacheinander anschauen. Du kannst die Worte auf einer Buchseite nur nacheinander aussprechen. Aber Endchat hast eine existierende Kollektion. Das wäre jetzt der Gedanke an die Buchseite. Wir können es noch einfacher machen. Du schaust die Tastatur an und ich sage, all die Tasten und das, was draufsteht, ist gleichzeitig da, wenn du die Tastatur anschaust. So, und jetzt spreche mal aus, was auf den Tasten drauf ist. Wir fangen an beim Computer. ESC, F1, F2, F3 oder dann 1, 2, 3, Q, B, I, R. Du merkst, du sprichst, aber jedes Wort, jede Taste benennst du jetzt. Wenn du die anschaust, sind die auch gleichzeitig da. Dass das zeitlich nacheinander kommt, das habe ich so oft in dem Bücherregal die Seite, die Zahlen erklärt. Du merkst nur, dass du das immer wieder vergisst. Ja. Darum ist Enchet, das hebräische Wort ruhend, heißt das da mal ruhen, das ist die existierende Kollektion. Blau gelesen. Rot gelesen ist es das seiende Chat. Mhm. Und jetzt kommt dann ein. Nichts. Das kann man nichts, das ist eigentlich nichts. Solange es eine Kollektion ist, ist es nichts. Wir können das ein aber mit 70 schreiben
Und dann ist es hochinteressant, dann heißt es ja, steht es ja ein, ist das Auge. Das heißt zum einen Auge und Quelle. Wenn du das Wort Quelle nimmst, rot gelesen, dann beginnt es schon wieder mit unserem Quä. Lateinwörterbuch, dran denken, das Vorher und Nachher. Jetzt sind wir in dem Vorher, weist immer auf einen Gedanken hin, den ein nachfolgender Gedanke folgt. Ich blende es nochmal ein. Hitze, genau. Habt ihr das Bild? Ja. Ich habe das hunderte Mal gezeigt, das ist bei euch Quä, dem folgenden Wort angehängt. Dient zur Aneinanderreihung an das Vorhergehende. Das ist so unendlich präzise. Hast du es gesehen? Habe ich. Ich mache nochmal. Dem folgenden Wort dient zur Aneinanderreihung an das Vorhergehende. Das ist die Quelle, das ist Ayin mit 70 geschrieben. Ah ja, ja, ja. Schau, wir haben Ayin mit 10 geschrieben, ist das Nicht-Existierende, das Nicht-Vorhandene. Das ist das Rote noch. Ich mache nochmal einen Chat. Du musst nur das Rot-Blau lesen. Das ist die Existenz einer Kollektion. Das Rote wäre jetzt Design in einem absolut göttlichen Kollektiv. Das wäre unser Internet. Alles, was auf dem Internet ist. Alles, was jemals war und was noch sein wird, ist auf, das symbolisiert Gott, unser Internet. Da können wir natürlich auch ein kreisendes O reinschieben. In Waff-Chat ändert sich nicht recht viel. Angenehm, bequem, ruhen, sich ausruhen. Ruhend ausruhen, unbewegt. Aufgespannte Existenz ist bewegt. Ja. Aber wo nach wo bewegt sich das, wenn du zum Denken anfängst? Von wo nach wo bewegst du geistig selbst, wenn du jetzt rein im Gedanken durch die Wohnung läufst? Du tauschst im Jetzt Bilder aus in dir. Immer ein ständiger Wechsel von Bildern. Wenn du jetzt natürlich das in der Vergessenheit machst, als Körper, kriegst du das nochmal mit, weil du in der Vergessenheit bist, aber es tauschen sich trotzdem bloß die Bilder auf deiner Farbbrille auf. Wenn du das gedanklich machst, ich sage immer wieder, geh von der Küche dahin und folge den Worten, dann wirst du feststellen, wenn du jetzt das dir bildlich vorstellst im Kopf, dass du dich ja nicht bewegst, sondern du tauschst nur Gedanken aus. Ich muss also immer im Mittelpunkt durch die Gegend laufen. Du kommst aus der Mitte nicht raus, das ist hundertprozentig sicher, und wenn der Zweite in dir mächtig ist, wirst du leiden bis in alle Ewigkeit. Das ist ganz, ich sage dir das ganz einfach, das bestimmt übrigens nicht ich, sondern du bestimmst es selber. Ja, klar, wieder ja. Besseren Wissens. Mit Holofeeling hast du den Schlüssel, dass du das einmal abstellst, dass du dir abstellst. Merkst du? Abstellen. Ja. Du stellst dich in OB, in den hinein, der immer ist, in das ewige Hier und Jetzt, in der Esoterik. Und dann haben wir dieses Ayin mit 70 geschrieben. Ayin mit 70 geschrieben. Das ist jetzt zum einen das Auge und die Quelle. Das sind die zwei Hauptwörter, wie das ist. Und da haben wir, wenn wir wieder runtergehen, das ist die augenblickliche intellektuelle Existenz, das augenblicklich wahrgenommene intellektuell Existierende. Und rot gelesen ist es die Quelle, Gott, göttlich, das göttliche Sein. Rot gelesen, das Symbol. Und darum habe ich gesagt, es beginnt schon wieder mit unserem Quä. Sobald du das rot liest, blau lesen tust, dann kriegst du das Quä. Dieses Quä ist ein Vorher und Nachher. Darum ist das übrigens auch das Nachschlagen und Hineinsehen. Siehst du das? Das ist original Hebräisch. Du schaust in diese Datei hinein und jetzt tust du Nachschlagen. Von Seite zu Seite ist es die existierende Kollektion, ist immer eine Seite. Shin El sind immer logische Lagen und Agen, Agen, sage ich immer, Ages alternieren. Jetzt fängst du zum Alternieren an. Völlig abgefahren. Das Prinzip, wenn du das hast, das ist jeder, der sagt, der in dir auftaucht, das ist ein Blödsinn. Der lebt in Vorurteilen, das ist zuerst einmal der geistlose KI. Ob das deine Kinder sind, ob das deine Eltern sind, deine Frau ist, dein Mann ist, je nachdem, welche Rolle du spielst, da ist kein Geist hinter der Maske. Eine Und du Seite, Feeling macht ja so einsam, nicht? Das ist, macht dich allein. Nicht allein. Einsam. Aber nicht langweilig. Du bist ja nicht einsam, du kannst dir doch so unendlich viel ausdenken. Ja. Das ist das Nachschlagen und das Nachsehen. Diese existierende Kollektion im Bewusstsein ist immer eine Ehe-Existenz, weil Plus und Minus, Vorher, Nachher, du brauchst immer den Kontrast im Buch. Prüfen und studieren. Das kannst du nur, wenn du was anschaust. Ja.
Und das ganze Aussehen, schau mal da unten, das immer dran denken, das hat die Itzhak Luria Akademie, das sind alte Kabbalisten, das sind Juden, ich könnte jetzt Hebräer sagen, das ist original von Juden übersetzt, denen praktisch die Muttersprache Hebräisch ist, Jüdisch ist. Das heißt, das Aussehen, eine Quelle, wir haben wieder die Quelle, die die Oberfläche erzeugt. Die Oberfläche von heißt es nämlich auch. Es übersetzen, ja. Ahin übersetzen die auch mit Oberfläche. Ja. Wahnsinn. Ist der Wahnsinn, oder? Ja, allerdings ist es. Das ist, wenn man das einmal verstanden hat, das ist ein Computerprogramm. Und ich weise darauf hin, ich tue mal wieder mein Bild machen. Ich weise immer wieder darauf hin, das, was ich dir jetzt erkläre, ist Windows so reduziert, dass es Basic aufnehmen kann. Mhm. Weil der ganze Intellekt deiner Menschheit, diese Schimmelpilzkolonie, wie ich das nenne, das Basic-Programm, es blockiert ja sofort ab. Das heißt, wenn du meinen Gedankengang mitgehst, kannst du das nachvollziehen. Und wenn jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir denken uns jetzt irgendwelche aus, die komplett gegen Holofeeling sind. Nur noch. Ich sage, wenn keine Neugier ist, wenn keine Neugier ist, lass es einfach. Es ist so, wie wenn du versuchst, den GDA mit einer KI zu kommunizieren, die wirklich nur eine KI ist. Der wiederholt immer seinen Scheiß, ne? Ja. Er wiederholt, das ist der Cleverbot, nenne ich das auch. Ja. Setz dich hin, mach den Cleverbot auf wie ein Computer und unterhalte dich mit dem Cleverbot. Mhm. Du weißt ja, du kannst es nicht überprüfen, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, wir würden jetzt nur chatten, beschreiben. Und ich sage jetzt, überprüf mal, wenn wir chatten, ob am anderen Ende ein geistreicher Mensch steht oder ob du nur mit einem Computerprogramm dich unterhältst. Dann wirst du das in keinster Weise merken. Weil wenn ich nämlich das vermeiden will, gebe ich dir manchmal unsinnige Antworten, weil ich ja versuche, dass du nicht merkst, dass ich ja wirklich ein Mensch bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, mit Cleverbot weiß ich ja jetzt, wenn ich auf die Internetseite Cleverbot gehe und ich fange da an, ein Gespräch zu führen mit einem neuen Computer, musst du nicht mal mehr tippen. Du kannst den auf Deutschspracheingabe umstellen und kannst ganz normal reden und du kriegst eine Ausgabe. Und wenn du einen guten Computer hast, kannst du sogar Sprachausgabe machen, dann spricht er sogar zu dir, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Genau. Ja. Und jetzt den kannst du Fragen stellen, das habe ich ja beispielisch erbracht. Und die Aufgabe von dir ist, unterhältst du dich mit einem Cleverbot. Aber in dieser Situation weißt du ja, wenn du im Internet bist, dass du dich mit einem Cleverbot unterhältst. Genau. Und ich sage jetzt, jetzt machen wir anders Spiel. Die Aufgabe von dir ist, du kriegst einfach so eine Internetseite, einen Chat. Und die Aufgabe von dir ist jetzt rauszukriegen, ist dein Gegenüber nur ein Cleverbot, ein Programm oder ist es ein geistreicher Mensch? Ich sage, du würdest es sofort merken, wenn du jetzt weißt, dass es ein Cleverbot ist, merkst du sofort, dass es ein Cleverbot ist. Der gibt manchmal relativ, ich sage mal, für dich logische Antworten, aber manchmal kommt der totaler Scheiß als Antwort, als wenn er sich dagegen wehrt. Wenn ich jetzt versuche, in einem Chatgespräch, nur Eingabe immer wieder Schrift, ich gebe was ein, dass ich versuche, dass du nicht merkst, dass ich ein Cleverbot bin, weil ich ja clever bin. Dann gebe ich einfach, auf welche Fragen, die du mir stellst, gebe ich einfach relativ für dich sinnlose Antworten. Dann wirst du denken, ich bin ein Cleverbot. Dann habe ich dich ausgetrickst. Weil die Möglichkeit ist ja offen. Wenn ich natürlich jetzt will, dass du merkst, dass ich ein Mensch bin, dass ich dir geistreiche Antworten gebe, die in dir ein Heureka auslösen, wo du gar nicht damit rechnest, das wird ein Computerprogramm nie machen. Und das ist jetzt das, was du merken solltest, wenn du dich hinsetzt, und ich mache jetzt das abstrakt in Bezug auf das vorhergehende Selbstgespräch, dass wenn du dir jetzt im Internet irgendeine Vorlesung von einem Professor anhörst, die Sache mit der Quantenmechanik oder Chemievorlesung anhörst, du wirst feststellen, es sind rein programmierte Maschinen, unser Professor Lesch erzählt dir das, was man ihnen eingegeben hat. Selbst ich bin ja so eine, nicht? Richtig. Und ich sage immer dazu, tausende Male sage ich, 11 Mal erwähne ich, wenn du genau beobachtest, das Erste, was du erkennst, dass alle Figuren einfach nur vollkommen geistlose Reaktionssysteme sind. Die reagieren auf Antworten, die reagieren auf Situationen. Und bevor du nicht merkst, dass das die Spiegelbilder sind von dem Programm, das du selbst bist, von dir selbst, von deinem blauen Ich, das sind die Spiegelbilder, die können nicht anders sein. Du musst der Erste sein, der sich verändert. Und wenn du dich veränderst, das ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir denken uns einmal den Brösel Udo aus, und ich denke mir jetzt, der Brösel Udo hat sich verändert als Programm, darum ist das Umfeld vom Brösel Udo, ich habe natürlich immer die zwei Seiten, ich habe die große Masse, lass die Toten ihre Toten begraben, aber meine berühmten 100 Affen, wie ich das sage,
dieser Kern von Holofeeling, die sind übrigens als ausgedachten Menschen nicht anders, besser wie die anderen. Ein ausgedachter Trockennasenaffe ist ein ausgedachter Trockennasenaffe. Ja. Wenn ich jetzt immer sage, meine Donis, die Feddings, der Redo, die Andrea, wenn ich oft sage, dieser geistige Granate, sage ich bloß, das ist ein riesenkomplexes Programm. Es gibt wenige, den Kopf, das Pixelmännchen, das du jetzt siehst, das ist ein Gehirn drin, da sagen wir, das ist ein Computerchip. Nehmen wir jetzt die Computermetapher jetzt mal als ausgedachten Computer. Dann musst du wissen, in dem Kopf ist sofort zu greifen, brutal mehr über Holofeeling drin. Es gibt wenige, die, ich sage, von den 100 in Bezug auf die Milliarden von Menschen, die du dir ausdenkst, die, das ganze Onboardungswerk, ich garantiere dir, die Andrea, es gibt keinen dieser ganzen Bücher, die auf der Holofeeling-Seite sind, die die nicht mindestens 2-3 Mal gelesen hat. Es gibt kein Selbstgespräch, wo die nicht mindestens 3 Mal angehört hat. Dann sagst du, wann hat die denn das überhaupt gemacht? Stimmt oder stimmt, Andrea? Wenn die jetzt ja sagt, weiß ich, dass die nicht lügt. Die schwört keinen Meineid. Es nützt aber in ihrem Alltag nichts, dass immer wieder auch diese alten Strukturen, das Ego ist unendlich massiv. Ja. Und ich sage, du wirst es nicht loskriegen, wenn du das bekennst. Absolut. Und immer dran denken, wir reden jetzt von Gedanken. Wir sind immer noch beim Thema Programm verändern. Also die Figur, die Rolle selber, der Charakter, Abi, das schöpferische Wissen des Intellekts, das hebräische Wort für Charakter, diese Figur, die kann an dem Programm, das diese Welt erschafft, überhaupt nichts verändern. Jetzt gehen wir aus dieser Cyberspace-Welt, aus der Umgebung, aus der Peripherie, wenn du deine VR-Brille aufhast, die du gerade gezeigt hast, wir gehen jetzt aus der Peripherie hinein in diese, in den ausgedachten Kopf, das heißt hinter den Geist, hinter den 2 Monitoren in deiner VR-Brille. Die Monitore in deiner VR-Brille, die du gerade hochgehalten hast, das sind deine Augen. AGN heißt Becken auf Hebräisch. Die Ballonecken, ich schalte jetzt nicht nochmal ein, es ist zigfach, wenn nicht, muss man es nachschauen. Das sind jetzt das, was ich sage. Du hast ja 2 Augen und jedes deiner 2 Augen hat eine Retina, auch einen blinden Fleck. Die Schulmedizin, diese Bilder sind symbolische Bilder für das Programm. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Mediziner das Auge erforscht haben. Das sind so Kleinigkeiten, wo du merken wirst, das sind so viele Trugschlüsse, Wassermoleküle. Ich habe viele Beispiele, die ich wiederhole, dass sich das irgendwann einmal festsetzt, aber ich kann dir das, wie ich es auch auf jeder, in Physikbücher, auf jeder Seite so viele eklatante Fehler zeigen. Nicht Fehler in Bezug, dass was falsch wäre, sondern dass ich sage, solange du chronologisch denkst, so kann man das in der Vergangenheit gar nicht entdeckt haben. Ich brauche ja diesen Körper gar nicht, um etwas wahrzunehmen. Du hast, pass auf, immer wieder, das ist, geh einfach in deinen Alltag. Die meiste Zeit existiert dein Körper. Ist nicht da. Das ist, der existiert, das ist genauso eine Information wie alles andere auch. Aber lass mich auf diese VR-Brille zugehen, dass ich immer wieder sage, was du auf den Monitoren die Lämpchen nennst, das Triplet Rot, Grün, Blau, das sind in deinen Augen, sind das die Zapfen. Ja. Und wir spiegeln jetzt nur, die werden nicht als Rezeptoren von außen, von Lichtstrahlen, die du dir ausdenkst, das sind alles ausgedachte Dinge. Und was Ausgedachtes ist was Existierendes, das immer nur existiert, wenn du dran denkst. Das heißt, wenn du nicht daran denkst, existiert es für dich nicht, aber deine Logik sagt dir, die Lichtstrahlen sind natürlich auch dann da außen und da, wenn ich nicht dran denke. Die Sonne und der Mond, wo waren jetzt die ganze Zeit? Es ist hundertprozentig sicher, dass für dich jetzt, für dich Geist, weder Sonne noch Mond existiert haben. Jetzt, wo ich es ausspreche, sind die zumindest Sonne und Mond 2 Geräusche, 2 Gedanken, die wiederum sofort eine Interpretation, eine Vorstellung in dir machen, dass die jetzt da außen sind. Die Sonne ist im Zentrum vom heliozentrischen Weltbild, der Mond kreist irgendwie um unsere Erde. Jetzt fangst du an, das Spiel, wo ich dir gerade gesagt habe. Reizauslösung, Reaktion, tauscht sich aus. Wir haben 16 Zeiten. Ja. Ich sage jetzt wieder Schnipp und jetzt haben die 2 Pixelmännchen eine Brille auf der Nase. Ja. Die 3 Pixelmännchen, Entschuldigung. Der Witz ist, ganz, ganz bewusst, sei ehrlich, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, hattest du die Brille im Fokus, ist dir bewusst gewesen, hast du die Brille auf diesem Pixelmännchen Martin, Andrea und Udo, hast du die Brillen gesehen? Nee. Wenn du aufmerksam, es kann sein, aber höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Jetzt könnte ich wieder sagen, ist dir die Tastatur, die du vor dir hast, ist dir die aufgefallen? War die Tastatur? Jetzt schau die Tastatur an, schau sie direkt an. Ja, die war da unten. Jetzt alles, sobald denkst du das, die war ja die ganze Zeit da. Das sage ich immer mit der Brille. Wenn du an die Brille denkst, hast du die ganze Zeit die Brille aufgehabt, wenn du Brillenträger bist. Jetzt denkst du, jetzt spürst du die. Aber war die da, während du zugehört hast?
War überhaupt dein Kopf da? Wo waren deine Beine? Es hat nicht existiert, Punkt. Und das erste große Problem, darum wiederhole ich immer wieder, ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Du machst dir ein Bild von dir selber, wo du meinst, dieses Bild, diese Vorstellung, dieser Körper existiert auch dann, wenn du nicht dran denkst. Du brichst das erste Gebot. Und du machst dir ständig Bilder, da droben im Himmel, Sonne und Mond, der Glaube, dass die immer da, die sind immer da. Merkst du, jetzt habe ich schon wieder so Oxymoron. Der Glaube, dass die immer da sind, auch wenn du nicht dran denkst. Die sind immer da, wenn du nicht dran denkst. Aber in dem Kontinuum, in der Kollektion, ja. Es ist auch, ich sage mal, dein Herd in der Küche da, in der Küche als Kollektion, rot geschrieben. Aber nicht existierend. Existieren du das erst, wenn du das auftauchen lässt. Ja. Als Gedanke. Wenn sie nicht immer. Sie sind ein OBR. Ein oberflächliches Phänomen. Genau. Die Metapher musst du verstehen. Und ich kann immer wieder nur sagen, solange ich jetzt in deiner chronologisch, unbewussten chronologischen Denkart das ausdrücke, du wirst vom ersten Mal hören, 15 bis 20 Jahre benötigen, bis du das so installiert hast, dass das für dich zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Dann hast du nämlich dich selbst verstanden, wie du funktionierst. Dazu hast du ein ganzes Leben lang Zeit und ein Leben dauert nicht 80, 100 Jahre, sondern das dauert ewig, weil wir mit Lichtgeschwindigkeit denken. Das ist in dem Videospiel, was du so lange bei GTA, da musst du Aufgaben lösen und du wirst die, wenn dir das nicht gelingt, wirst du die so lange wiederholen müssen, bis du diese Aufgabe gelöst hast und dann erst wird ein nächstes Gebiet mit der nächsten höherwertigen Aufgabe freigeschalten. In der Schule, Andrea ist eine Lehrerin, du hast Schulklassen. Und da hast du ein gewisses Lernziel und wenn du sitzen bleibst, wirst du das so lange wiederholen, natürlich wird man dann irgendwann sagen, das ist ein Volltipp, der kommt in die Sonderschule und dann fliegst du raus. Das ist das, was ich sage, die Samenfettchen, die ihnen nach dem Ei suchen. Man nennt es auch die Spreu vom Weizen trennen. Da musst du aber keine Gedanken machen als Mensch oder was, weil du bist ewig jetzt in der Stufe, wenn ich in dir auftauche, bist du sowieso ewig. Das ist keine Bedingung. Du bist ewig. Dein Problem ist, dass du meinst, du bist vergänglich, weil du dich mit dem Körper verwechselst. Oder du gehst in die esoterische Schiene, dann redest du dir ein, das ist ja klar, dass mein Körper sich auflöst, aber ich bin ja eine Seele, ich bin ja Geist. Aber ich sage, ausgedachte Seele oder ausgedachter Geist ist auch was Existierendes. Darum ist so wichtig, dass man versteht, was das Rotgeschriebene bedeutet. Wir sind immer noch bei unserem Programm verändern. Also wir stellen fest, dieses reine blaue Ich, der Mensch, das Konstrukt wäre Interpretationsprogramm. Das heißt, der Typen, den wir uns jetzt ausdenken, symbolisch als Person mit einem Joystick in der Hand, der auf Bilder reagiert, ist ein Mech-Animus, hat überhaupt keine Möglichkeit, das Programm zu verändern. Ich sage jetzt einfach für ganz unbedarfte Menschen, wenn du jetzt als einfaches Kind oder als Erwachsener vor dem Computer sitzt und ein Videospiel spielst und du hast nur ein extrem rudimentäres Wissen, was ein Computer ist, wie er funktioniert. Ich sage, der normale Anwender eines Computers, der kann das Programm nicht verändern. Nee. Selbst du könntest, selbst wenn du jetzt computertechnisch versiert bist, dass du Computertechnologien, Programmieren studiert hast, kannst du auch bei vielen Programmen die Programme nicht verändern. Versuche mal Microsoft zu verändern, das Betriebssystem zu verändern. Das ist nämlich ein verschlüsselter Code. Ja. Du kommst ja auf diese, das nennt man dann immer die offenen Programme, die Open Source, die offenen Quellen, die Open Source Programme, da kannst du mitarbeiten. Übrigens, Wikipedia ist was Ähnliches, du kannst auch Wikipedia verändern. Ja. Mhm. Das hat wieder zwei Seiten, es ist positiv und negativ. Mhm. Das ist ja das Problem bei Wikipedia, wo das ein Lügenhaufen ist ohne Ende. Du musst da mal schauen, hier Wikihausen, Geschichten aus Wikihausen, wie hier manipuliert wird. Aber komischerweise nur auf zeitgeschichtlichen Sachen. Ich sage immer wieder, Wikipedia ist ein Riesengeschenk, weil alles, was jetzt, wie soll ich das jetzt nennen? Ich sage mal, was jetzt konstrukttechnisch wichtiges Wissen ist. Über Psychologie, über was ist Wassermoleküle, was ist Energie, über Physik. Das ist ja immer nur ein Rezitieren, wenn alle studiert haben, die rezitieren das, was in den Büchern drinsteht, was sie studiert haben und man versucht es der Allgemeinheit zugänglich machen, zu machen. Das heißt, dass du das, was über
wissenschaftliche Themen, normale wissenschaftliche Themen in Wikipedia drinsteht, ist das, was in Fachbüchern drinsteht. Und ich sage zuerst einmal prinzipiell, alles, was in dir auftaucht, ist richtig. Was nicht richtig sind, sind die Erklärungsmodelle. Egal, was du mir gibst. Und das ist angepasst an das, jetzt muss ich das Wort offiziell, das offizielle Wissen, das ist eigentlich das hinderliche Wissen, weil die Leute ja nicht das lesen, was eigentlich dasteht, sondern immer bloß, was die Lehrer, wie die das interpretieren. Und dann haben wir auf Wikipedia natürlich viele Sachen, die jetzt zeitgenössisch sind, wenn du jetzt irgendwelche Typen eingibst, wie Donny Eleganza und so weiter und so fort. Das sind natürlich nur momentane Menschen in einem riesen Komplex, in einem kleinen winzigen Zeitabschnitt. Und da wirst du mal, da wird jetzt extrem manipuliert, wird Hatz gesetzt, werden einseitige Meinungen verdreht. Ich habe in dem letzten Selbstgespräch zum Beispiel gesagt, jetzt wieder zeitaktuell, ihr wisst, wann schaust du das Video an? Ich sage, wenn du das jetzt unmittelbar jetzt anschaust, nachdem es datumsmäßig herausgekommen ist, es kann ja sein, dass das in 10 Jahren noch angeschaut wird. Könnte sein. Da ist es schon gewesen, bevor es aufgenommen wurde, auf der tieferen Ebene. Dass der Duden, es ist der neue Duden rausgekommen, Duden 2020, um die Jahreszahl zu nennen. Der ist nochmal extrem erweitert worden. Der Duden ist das Deutschwörterbuch der deutschen Sprache. Was nicht, wie viele tausend Wörter dazugekommen sind. Und ich sage jetzt nur eins davor, Friday for Future ist im Duden aufgenommen worden, hat mit Deutsch überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, das Deutsche schafft sich selbst ab. Aber jetzt sage ich immer wieder, wir reden Deutsch. Ja. Deutsch ist nicht Deutsch. Das Deutsch, das du denkst. Dass hier viele, die ersten, wenn ich jetzt zurückgehe, 20, 22 Jahre, die Ohrenbarungen, die ersten Schriften, ich habe nach wie vor sehr, sehr viele Lehrer, einfache Lehrer, und die dann zuerst einmal kritisiert haben, weil das so voller Fehler ist. Und da sage ich, du musst zuerst einmal hinschauen, ob das jetzt Ich bin du ist oder ob das das Ich bin du Quadrat ist, also das Selbstgespräch ist. Ich weise sogar vorne immer wieder darauf hin, dass wenn dich die Rechtschreibung stört, vergleichst du schon wieder mit einem einseitigen Ideal. Und komischerweise selektierst du schon wieder, das ist dir gar nicht bewusst. Ich sage, wenn einer die Lutherbibel liest oder Paracelsus oder Meister Eckhart im Original, in den Archiven, als Faksimile, ist ja immer, mit Vergangenheit hat das nichts zu tun. Das, da bist du programmiert, dass das weise Menschen sind. Und da kommst du gar nicht auf die Idee, zu sagen, der kann ja nicht einmal richtig Deutsch schreiben. Den Scheiß muss man doch gar nicht antun. Ich sage, ich benutze eine komplett andere Rechtschreibnorm. Achte auf das Wort rechts. Das, was du zurzeit hast, ist eine Linksschreibnorm. Das ist umgedreht. Es ist aber für dich richtig. Wenn du eine linke politische Einstellung hast, ist das Linke für dich richtig. Und das ist das große Problem. Du hast die Sprache nicht verstanden. Selbstverständlich erscheint es dir richtig. Es kann auch das Rechte dir verkehrt erscheinen. Die Frage ist, von welcher Seite schaust du das an? Wo setzt du, was setzt du als richtig? Das ist es, das ein Beispiel. Das ist so unendlich simpel und das ist so unendlich tief. Ich kann dir nur eins sagen. Wenn du das ein Beispiel wirklich verstanden hast, das ist wertvoller, wie wenn du 5 Millionen irgendwo im Lotto gewinnst. Weil das haut dich bloß wieder in diese Struktur der Welt des raumzeitigen Denkens raus, die du irgendwann einmal verlassen wirst. Und du kannst nichts mitnehmen, einseitige Aussage, Kategorie 2. Du wirst alles mitnehmen, jeden Moment, weil es aus dir herauskommt und es fällt wieder in dich hinein. Immer wieder dieses Spiel zwischen, ich will in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Das ist Entheiligung. Da will keiner hin. Ihr wollt in das Gute, in eine Welt, die genauso aussieht wie die jetzige Welt, wo es aber kein Krieg mehr gibt, wo es keine Krankheiten mehr gibt, wo es keine armen Menschen mehr gibt, wo es kein Heulen mehr gibt, kein Weinen mehr gibt. Wie einen Weinen, wie einen mehr gibt. Und du meinst dann, das ist die vollkommene Welt. Nee, die ist genauso unvollkommen wie eine, wo bloß Streit ist, wo Düsternis ist und Krieg ist. Genau, ja. Das, was sich widerspricht, musst du verbinden zu einer neuen Qualität machen. Übrigens auch den Reizauslöser und deine Reaktion, weil das eine Welle ist. Und dann wirst du feststellen, das schwingt. Das Schwingen. Dieses ständige Verschwingen. Ein Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen, wo reagiert wird. Ins Unendliche. Aber wie unendlich ist eigentlich, wenn wir jetzt nur die zwei unseren klassischen Spiegel tun, nennen, wie unendlich ist eigentlich die Reihe? Die Reihe. Wie unendlich ist die Spiegelwahrnehmung? Unendlich. Aber du kannst mit dem Begriff unendlich nichts anfangen.
Du meinst, unendlich ist das Gegenteil von endlich. Ich sage, nein, unendlich ist alles und das Endliche ist eine Facette vom Unendlichen. Das ist kein Gegenteil. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich von einer großen Kollektion denke, die mir unendlich oder ewig nennen. Ewigkeit ist eine riesengroße Kollektion von Momenten, von Zeit. Zeit hast augenblickliche Erscheinungen, von unendlich vielen Augen, Becken, B-Ecken, blicklichen Erscheinungen, die aber alle gleichzeitig da sind. Jetzt denk wieder an unseren Tetraeder, die vier Tetraeder spiegeln mit einem Lämmchen in der Mitte. Wenn du jetzt das Lämmchen wärst und du schaust um dich herum, jetzt mache ich es wieder so, hast du unendlich viele Lämmchen um dich herum, wenn du jetzt selber das Lämmchen wärst. Aber das Außen ist eine Illusion. Es ist in dir drin. Durch die Visionen, 1 durch 4, habe ich alles zigfach erklärt. Ja. Und immer, ich betone, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen und jede Vereinfachung, wie weit kann ich was vereinfachen, ohne dass ich den ursprünglichen Kontext letztendlich nicht zerstöre? Ich bin gezwungen, wenn ich jetzt mit Tier trocken aus auf eigener Definition, wo ein Hauch, ein Geistesfunk von Geist rudimentär vorhanden ist, wenn ich mit dir kommuniziere, bin ich gezwungen, dass ich in deiner Logik rede. Wenn ich mit einem Basic-Computer kommunizieren will, muss ich Basic reden. Weil sobald ich jetzt Windows oder höhere Betriebssprache benutzen tue, stürzt du komplett ab, wie wenn ich jetzt Chinesisch reden würde. Mach mal. Das ist einmal das Erste. Und das reduziert sich jetzt, Der Witz ist, bei Windows, du kannst deinen Windows-Computer, wenn du willst, kannst du ohne weiteres ein Programm draufschreiben, dass du das dann als Basic-Computer laufen lässt. Man nennt es ja immer diese Abwärtskompatibilität. Du kannst, ich sage jetzt nehme ich wieder das von dir ausgedachte Trockennasenaffenleben, ist dasselbe in Grün. Du kannst nicht von unten nach oben schauen, sondern bloß von oben nach unten, innerhalb dieser Metapher. Und immer dran denken, oben und unten kann man natürlich je nach Metaphern austauschen. Fällt mir was eines, taucht was in mir auf. Der Siebenjährige, der Brüderchen kriegt und sagt, der ist ja so dumm. Ich lerne schon lesen und schreiben. Das ist so eine tiefe Metapher, die ist mehr wert wie ein Lottogewinn, wenn du die verstanden hast. Die 14-Jährige, die an ihren 6-7-jähriges Geschwisterchen denkt, ist der doof, wenn sie in die Disco will, mit 15, 16. Der 25-Jährige, der an der pubertierende 13, 14-Jährigen denkt. Das ist alles logisch, wenn du rausgewachsen bist. Du kannst aber den Kleinen, selbst wenn man das erzählt, nicht erreichen. Ich sage jetzt, denk an das Gespräch hier mit der Esther, da kommt ja nochmal ein Teil, ein 6. Teil, jetzt in den Naturfreunde-Vortrag, der es übrigens in sich hat. Das Schreiben ist ja schon mit draußen. Diese Petra-Robert-Geschichte. Ja. Das ist eine totale Tiefe, dass ich, wenn ich so mit jüngeren Geistesfunken jetzt in ihrem Lebensbuch, die noch ziemlich weit vorne sind, vorne ist Seite 14 genauso wie die Seite 21 oder 25. Ja. Für mich ist selbst die Seite 40 ist noch ganz vorne. Ich sage, mit 40 geht es eigentlich erst los, dass du anfangen kannst, das zu erahnen. Die Worte hört eine Esther auch, wenn ich das erkläre. Aber ich sage dann von vornherein, weil ich das weiß, Esther, mach dich nicht verrückt, werd neugierig auf dich selbst. Aber das Leben, das du mit Liebeskummer und all das ganze Zeug hast, da musst du trotzdem durchwachsen. Wo ich dann mit der Helge ihrer Nele, die jetzt 21 ist, die ja hier mit ihrem Kevin die Geschichte, jetzt lacht sie, die Helga ruft mich an und sagt, jetzt lacht sie drüber, wie blöd war ich eigentlich? Was hat die Tränen vergossen hier, wie sie jünger waren, mit welchem Kevin? Das erreichst, wenn da einer drin steckt in seinem Wahn, den erreichst du nicht, wenn einer in einer Melancholie drin steckt, in einer Trauer drin steckt. Ich erinnere mich jetzt an meinen Beze, wenn ich zurückgehe, wie er seinen Lord noch hatte, wo er schon drauf und dran war, er wusste, er muss jetzt langsam Konkurs anmelden. Der ist mit mir spazieren gegangen, der ist wie ein Zombie neben mir hergelaufen. Da war die Welt, alles, was ich gesagt habe, gar nicht da. Der war komplett in einem eigenen, in einem Warnsystem von Angst. Das kannst du nicht aufbrechen. Der versucht, den zum Lächeln zu bringen. Du hast keine Chance. Mächtiges Ego, ne? Es ist Ego. Und das Leben wird das Ego aus dir herausprügeln. Ja. Das ist mein Weidezaunbeispiel. Es tut so weh, du klammerst dich an was fest. Alles, was du dich fest an, solange du dich an was Ausgedachtes festklammerst, egal was das ist, an ein Bankkonto, an einen Job, an eine Wohnung, an einen Mitmenschen, ob du die Menschen jetzt Frau oder Kinder oder den eigenen Körper nennst, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist das, was weh tut, weil du nicht loslassen willst. Ja. Das sind dann die elektrischen Schläge am Weidezaun, weil du meinst, das ist meins, das ist Sicherheit. Helf mir, Udo, helf mir, lieber Gott.
Na, soll ich helfen dir? Lass einfach los. Es ist was Existierendes. Existierendes ist nicht für die Ewigkeit erschaffen. Auch nicht das Deutschland, das wir uns jetzt ausdenken. Die gesehen. Weltbilder. Nichts ist für die Ewigkeit. Was Existierendes, Existere heraustreten, Evolution, Revolution. Wie oft erkläre ich das? Museen sind eigentlich gegen Naturgesetze. Einseitige Glaubenssysteme sind immer nur Facetten, es sind Wellen. Und wenn du wirklich mit Lichtgeschwindigkeit denkst, denkst du auch ewig. Und die Ewigkeit, das ist das Ruhende, das ist das Endcheck. Aus dem Roden, aus der seinen göttlichen Kollektion im Internet, unser Symbol für Gott, für alles, hol mir eine winzige, kleine, existierende Kollektion heraus, die du noch nicht siehst. Die kannst du jetzt Weltbild nennen. Das ist eine Kollektion. Und dann sagst du plötzlich in dem Weltbild diese unendlich vielen Galaxien, Welle, Galaxien, Axiome. Holen wir uns jetzt unser Sonnensystem raus und dann haben wir Sonne und da kreisen jetzt die Planeten drumherum. Da ist jetzt die Wurzel für das ganze System rein ausgedachterweise für die Maße ist meine Weltformel. X Quadrat mal 3 hoch minus 3. Vereinfacht ausgedrückt, x Quadrat durch 27, das sind die 27 hebräischen Zeichen. Aus dieser kleinen Formel generiere ich dir zu Punkt A die kompletten in deinen naturwissenschaftlichen Büchern in Bezug auf unser Planetensystem. Sämtliche Planetenabstände, Planetenumlaufzeiten, all das ganze Zeug, die stecken alle in dieser kleinen Formel drin. Und gespiegelt baue ich dir komplettes Mendeleische Periodensystem. Die Periodenzahlen stecken auch in der kleinen Formel gespiegelt drin. Klingt unglaublich, das ist der Schlüssel, nämlich wo die Naturwissenschaft immer sagt, wir können die makrokosmischen Erkenntnisse nicht mit der Quantenmechanik, mit den mikrokosmischen Gesetzen rein rechnerisch verbinden. Ach so, ja. Das heißt, schon die Wissenschaft in der Vorstellungswelt gesehen hat es ja noch keiner. Der Makrokosmos besteht aus vielen Galaxien, die bestehen aus Sonnensystemen. Das sind immer irgendwelche Sonnen, wo Planeten drumherum kreisen. Der Mikrokosmos, denkt man, stellt man sich folgendermaßen vor, dass da irgendwelche Atome sind. Sprich, Atom, habe ich im letzten Gespräch schon gesagt, heißt das Unteilbare. Das ist schon der erste Fehler. Es sind Protone, wo Elektronen rumkreisen. Extrem vereinfacht. In Schalen. Ist das nicht rein als abstraktes, gedachtes Bild dasselbe? Ja. Naturwissenschaftler sagen, ja, so kann man es nicht sehen, weil die Zahlen, die die benutzen, es ist nicht vereinbar. Das heißt, es sieht zwar optisch so aus, aber die haben den Trick nicht. Der Trick ist Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3. Aber 3 hoch minus 3 ist eigentlich schon wieder wie Hüben 3 und Drüben 3. Genau. Da landest du bei der 27. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Die bisherigen Wechsel von Weltbildern ist immer noch der Bruch des zweiten Gebotes, ob du dir eine Scheibenwelt denkst, ob du dir eine Kugelwelt denkst, eine Hohlkugelwelt denkst, all das Ganze, was es Spinnereien gibt, ob man hier, es ist immer irgendwie was Ausgedachtes. Es sind raumzeitlich räumliche Vorstellungen. Immer mit dem tiefen Glauben, dass der Raum da außen unabhängig von dem existiert, der sich den Raum ausdenkt. Und der Raum ist ein Traum. Und es gibt keinen Traum. T-Raum ist ein gespiegelter Raum. TR übrigens. TR heißt ja Reihe, heißt Spiegelwahrnehmung. Und dann kommt AUM. Wenn du jetzt das Sanskrit umschrieben hast, ist das im Sanskrit das Om. Om. Das AU, in Mamma steht ja da AUM. Das ist eine Umschriftart der Sanskritzeichen. Das AU ist nämlich das langgesprochene O im Sanskrit. Bin ich auch schon drauf eingegangen. Das heißt, du wirst, Holofeeling ist ein Universalwissen, das über Religionen, über Naturwissenschaften alles vereinigt und zwar arithmetisch. Weil ich erzähle dir was, du musst dann bloß wissen, dass die Worte, jetzt hast du mal die Zeichen, die Schriftzeichen, dass das auch Zahlen sind, nicht in allen Systemen. Wir stehen ja erst am Anfang, nicht? Wir stehen ja erst am Anfang, das ist ja das Abgefahrene. Du stehst, schau mal da unten über den Kopf von dem Udo, was da steht. B. Rashid, inmitten dieses Kopfes. Das ist natürlich der Kopf, wo das alles drin ist, ist nicht das Pixelman-Hinterkopf. Nee, es ist in dem Kopf von dem Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Aber wo ist der Udo, den du dir ausdenkst? Der Udo ist ja nicht das Pixelmännchen da unten in der Ecke. Na. Wo ist dieser Udo jetzt, der Mensch Udo, rot geschrieben? Wo ist dieser Udo jetzt in diesem Moment? Ist der nicht ein Gedanke in dir?
Inmitten, genau. Ja. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Wir fallen in einem Punkt zusammen. Das bist du und das bin ich. Und da fangen wir an. J-C-H-I-C-H. Und das ist UP. Ja. Verbundenes Wissen. El Hayom, Gott das Meer. Ich bin in dir und wenn du an dich denkst, denkst du dich aus. Du kannst jetzt sofort überprüfen, dass ich jetzt, ich meine ich jetzt den Gedanken, Udo, dass der jetzt in deiner Innerseite, in deiner Innerhalb ist. Und du denkst dich jetzt um dich herum, außerhalb, um den roten Kopf. Dann sag ich mal wieder, an was denkst du, wenn du an dich denkst, an den Körper. Aber jetzt sage ich jetzt, mach mal einfach, denke mal nur an deinen Kopf. Und jetzt denk wirklich als rotes Ich an dieses Ich in deinem Kopf. Dann sitzt du hinter den Augen, hinter der Farbbrille. Weil du die Augen ja schon vorstellst. Du denkst dir deine zwei Augen vor dich hin, die natürlich nur existieren, wenn du die dir ausdenkst. Die Haare über dir, die Beine nach unten. Es existiert immer nur das als Information in dir. Das ist dieser Punkt. Das ist dieser Punkt, von dem ich die ganze Zeit rede. Es ist kein religiöses Geschwätz, kein esoterisches Geschwätz und schon gar kein geistloses, naturwissenschaftlich, raumzeitlich, chronologisch, naturwissenschaftliches Geschwätz. Was das Hauptproblem ist, am Anfang war die Materie. Materie ist immer was Existierendes, immer was Ausgedachtes. Wo kommt die her? Creatio ex nihilo. Du Urknall, bevor er geknallt hat. Und nein, du dir jeden Moment mit jedem neuen Gedanken, weil das neu. Letzte Selbstgeschwätz, Quantenfluktuation. Der Raum ist ein Traum. Schon wenn ich immer sage, das ist auf der Farbbrille, siehst du schon, dass da kein dreidimensionaler Raum ist. Es sind zwei Flächen, XY-Quadratflächengeometrie. Genau. Im Primzahlenkreuz. Ja. Da müsste ich jetzt reindenken. Das Holo-Feeling, wenn du studierst und überprüfst, ob das stimmt, erfordert das ein Leben. Und das ist immer bei vielen, ich mache immer gern Burkhard Heim, diese physikalische Theorie von Burkhard Heim. Das ist sehr rudimentäres Holo-Feeling in Bezug auf Naturwissenschaft. Man achte auf den Nachnamen. H-M. L-H-M. Das bin alles ich. Alles. Es gibt nichts, was du denken könntest, was nicht ich bin. Das bedeutet Holo-Feeling. Hat natürlich auch der Udo, der Brösel, der Martin, du selbst, was du zu sein glaubst. Das sind winzige, mikroskopische, nanoskopische Facetten von dem, was du eigentlich bist. Und ich behaupte, ich bin du. Das ist der Wahnsinn. Das ist, bitte, Martin, nenn es göttlich. Ich nenne es göttlich. Nicht Wahnsinn, es, nenn es lieber göttlich. Mir gefällt das Wort göttlich besser. Es ist göttlich. Ohne diesen ganzen Wischiwaschi. Aber ich will kurz auf Burkhard Heim. Wenn du da jetzt recherchierst, das ist ein Riesenwerk. Wie viele? Jakob Lauber ist auch ein Riesenwerk. Kannst du auch hier 20.000 Seiten oder was fast reinziehen, die ganzen Jakob Lauber-Schriften. Es geht nicht um Quantität und es geht nicht um Wissen. Ich will bloß zitieren mit Wissenschaftlern. Jetzt ist das einmal unser stochastisches Denken. Wenn du anfängst, das zu studieren, musst du dir das einmal bewusst machen, willst du das Neue, das du noch nicht kennst, glauben, willst du das positiv bewerten oder negativ bewerten? Du kannst dir bewusst machen, sobald du dich mit irgendeinem Thema auseinandersetzt, musst du dir, bevor du dich mit dem Thema auseinandersetzt, dir bewusst machen, ist es im Vergleich zu meinen etwas, was ich jetzt vorab gestimmt schon, als positiv, als will ich wissen, will ich erfahren, oder sehe ich das als Feindbild und suche ich nach Fehler? Wenn du nach Fehler suchst, wirst du bloß Fehler finden. Wenn du es erfahren willst, jetzt bei Holo-Feeling, wirst du immer mehr Wunder erleben. Das gilt übrigens für jede Glaubenslehre. Bei Burkhard Heim sieht es so aus, ich zitiere jetzt einmal aus einer Internetseite von Wissenschaftlern, dass die Ansätze, wenn man das grob anschaut, sehr gut sind, aber um das, was dieses Riesenwerk, um das wirklich zu überprüfen, müsste man 2-3 Jahre mindestens benötigen, um das alles nachzurechnen, was der in seinen Schriften hat. Und wer investiert in der heutigen Zeit, so wie du dir Zeit und Arbeitszeit ausdenkst, 2-3 Jahre Arbeit, um am Ende festzustellen, das stimmt nicht, das ist für die Katz. Dann fängst du erst gar nicht an. Dann lässt du es lieber und bleibst gleich in einem Gefängnis weiter drin. Wobei das nur wissenschaftlich und immer noch raumzeitlich ist. Dasselbe ist das Werk von Hammer. Hammermedizin, neue germanische Medizin. Das ist dasselbe, entweder bist du dafür oder dagegen. Und wenn du jetzt dagegen bist, selbst wenn du jetzt was siehst, du wirst es immer einseitig negativ interpretieren, weil du bloß nach Fehler suchst. Dasselbe passiert übrigens jetzt mit Holo-Feeling, wenn du plötzlich Physikbücher oder Medizinbücher anschaust, weil du jetzt plötzlich nach Fehler suchst und dann findest du die Fehler.
dann findest du die Fehler, die offensichtlich sind. Aber Fehler heißt immer, es fällt was zur Vollkommenheit. Yes. Und jetzt bei Holofeeling geht es überhaupt nicht mehr, ob was richtig oder verkehrt ist. Genau. Das ist wirklich der springende Punkt. Es ist immer, es ist so hartnäckig in deinem zweiten, in deinem Wertesystem, in deinem Interpretationssystem, diese Einseitigkeit anzustreben, zu fragen zu wollen, was stimmt, stimmt's oder stimmt's nicht, ist gut oder böse. Ist es richtig oder verkehrt? Kategorie 2 musst du komplett abgeschalten haben. Es geht bei Holofeeling um das, was jetzt ist. Und das kannst du immer nur für einen Moment beobachten, dann kommt wieder der nächste Gedanke. Jetzt geh an den Anfang des Gesprächs und schau wieder, was ich gesagt habe über Reizauslöser und Reaktion. Reizauslöser und Reaktion kommen nicht nacheinander. Reizauslöser ist Klingelingeling. Du reagierst, es ändert eine Reaktion des Programms, das du ja nicht als Ganzes denken kannst. Da bin ich auch drauf eingegangen. Wird jetzt in dir sagen, wer ruft mich jetzt an? Dieser Gedanke, wer ruft mich jetzt an, ist wieder ein Reiz. Es ist nicht nur eine Reaktion, sondern auch ein Reizauslöser. Ja. Und du wirst jetzt an dein Telefon kurz denken, das Spiel haben wir so oft durchgespielt. Dann wirst du das Telefon für einen kleinen Moment materialisieren. Du wirst das Telefon, wie ich immer sage, jetzt in die Hand nehmen. Das kriegst du aber gar nicht mit. Das ist jetzt der Vorgang, entsteht jetzt in dir, weil du dir das so denkst. Dann drückst du auf Annehmen, du hältst es an das Ohr hin und dann hörst du meinetwegen, hallo, ich bin's. Und jetzt denkst du an einen ganz bestimmten Menschen, obwohl kein Name gefallen ist. Das sind die Oberwellen, da bin ich auch drauf eingegangen. Ja. Und die Hierarchie, die du jetzt als Wellen siehst, ist, dass ich sage immer wieder, das Erste, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist jetzt? Dann musst du, wenn du schaust, was in dem Moment, wenn du Hallo, ich bin's hörst, musst du zuerst einmal sagen, ich habe einen quäkigen kleinen Lautsprecher, den denken wir uns natürlich jetzt auch aus, ist wieder eine Reaktion, es ist ein Telefonhörer, quäkige Stimme an einem Ohr. Das ist die Grundwelle in dem Fall. Dann ist die erste Oberwelle ist das Geräusch, Hallo, ich bin's. Ja. Und jetzt interessant, das kriegst du alles nicht mit und jetzt denkst du an einen ganz bestimmten Menschen, an einen Freund, an einen Bekannten, was auch immer. Der Name ist doch gar nicht gefallen. Egal wer jetzt von vielen Menschen, Hallo, ich bin's auch. Wenn du die Oberwellen erkennst, weißt du, wer dran ist. Wenn du die Oberwellen nicht erkennst, ist da nur ein Fragezeichen, Hallo, ich bin's. Ja, wer sind sie überhaupt? Das ist Präzision, das ist Holofeeling, die absolut exakte, hundertprozentige, sichere Beschreibung, welcher ständige Wechsel im Hier und Jetzt in dir abläuft. Ja. Und wenn sich einer nicht einmal die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen, hocken gleich weg. Es ist einfach nur eine tote KI, eine Figur in einem Traum, die schon wieder weg ist, wenn du sie nicht denkst. Du kriegst riesengroße Probleme, wenn du die ständig wiederholst. Jetzt haben wir natürlich wieder eine einseitige Aussage. Du kannst die natürlich wiederholen, du darfst bloß nicht versuchen, ihr was erklären zu wollen. Ich sage, du versuchst dann nämlich einen Gedanken, einen Computer, einen toten Mechanismus zu erklären, dass er ein Mechanismus ist. Und jetzt mach wieder die einfachen Sätze. Hast du das Bedürfnis, deinen Computer zu erklären, wie er funktioniert? Oder wenn er nicht das tut, was du willst, hast du ihm versucht, versuchst du deinen Computer zu erklären, dass er was nicht richtig macht, dass das nicht mehr stimmt, dass das nicht mehr so ist, wie du das haben willst? Aber was ist jetzt, wenn du statt dem Computer dir einen Trockenmausnaffen ausdenkst? Egal wen. Es ist dasselbe, es ist genauso ein Gedanke wie der Computer. Gehäuse, Körper, Computerchip, Gehirn, Programm, Software, Intellekt von dem Gegenüber. Es ist eine Metapher, nur in anderen Worten. Aber wer erlebt das alles? Ich. Ich, rot geschrieben. In der Gebärmutter noch. Matrix. Ja. Und das macht dich jetzt allein. Darum sage ich, das Spiel spielst du allein. Ich sage tausende Male, das ist was Intimes. Ja. Das ist intim, steckt schon in Time. In Time, du lebst jetzt in der Zeit, du lebst noch in der Zeit, du hast dich noch nicht erhoben in den zeitlosen Bereich. Nein. Jetzt ist aber das Zeitlose und das Zeitliche ist wieder eine Welt. Es gehört unter ein paar zusammen, so wie das Meer, das immer ist und seine Welt. Genau. Das gehört drin baut zusammen, wie das Meer das genau. immer ist. Und alle, die ablehnen, das ist, ich mache immer wieder jetzt Namen, ich könnte jetzt wieder sagen, die Ruth, ich könnte jetzt viele der Hubert, egal was ist, die sagen, jetzt normal in ihrer Vorstellungswelt, jetzt gedacht, ich wenn ein Holofeeling-Buch oder was dort liegen habe und mein Lebenspartner sieht es, der rastet dermaßen aus. Kenne ich auch. So ein Scheiß, Sekte, alles Mögliche. Und die wissen, die haben noch nie eine Zeile gelesen, die wissen, das ist das stochastische Denken.
Und du sollst nur das Prinzip Tierchen gucken, heißt immer wieder, wir wollen an den Tieren, an den Figuren im Traum nichts verändern, an den KIs nichts verändern. Du willst beobachten, wie sie funktionieren. Und ein Tierchen, eine KI kannst du rund um die Uhr beobachten. Das ist dein momentaner Charakter, dein Intellekt, dein Abi, aus dem du deine Traumwelt erschaffst. Ja. Du bist nicht die ausgedachte Figur in der Traumwelt. Du bist nicht einmal das Programm, das diese Welt aufschmeißt. Du musst noch mal eins drüber gehen. Das beschreibt die Holophilie. Es ist weit über diesen asiatischen Meditationslehren und so weiter. Die stimmen auch alle. Hat jetzt in unseren Chat einer reingestellt über das Satori. Es ist alles perfekt, wenn du das selbst mit Holofeeling. Das Schöne ist, wenn du mit Holofeeling schaust, wird dir alles, egal was in dir auftaucht, richtig erscheinen. Alles. Das ist ein Zustand des Friedens, wenn du das hast. Ja. Jetzt mache ich nochmal, wenn jetzt zum Beispiel einer, du hältst an einen Kabelstecker oder einen Benzinschlauch hin und der sagt, das ist ein Auto. Oder er sagt, der Henkel ist rechts. Oder das Ding hat keinen Henkel. Wenn du die Kollektion, aus der diese Facette, dieses Bild stammt, wenn du die kennst, dann hat er doch ein bisschen recht. Aber du merkst dann sofort, er weiß nicht, was das heilige Ganze ist. Nee. Das heißt, er weiß nicht, was er selbst ist. Aber ein Gedanke kann nie du selbst sein. Das bist du immer selber. Aber der Geist ist auch mein Charakter wieder. Das spiegelt ja meinen Charakter wieder, richtig, die ganze Welt. Richtig. Genau, das ist es. Das ist, du musst abgelöst haben von einem Wertesystem. Du musst der werden, der das Wertesystem vollkommen wertfrei beobachtet. Ja. Solange du deine Wertungen beobachtest und deine Wertungen noch wertest, hast du den Punkt noch nicht erreicht. Das ist eben, wo ich immer wieder sage, mit Holofeeling kommst du in eine riesengroße Falle, jetzt intim gedacht, weil du beim Beobachten deiner Wertungen merkst, wie einseitig du bist. Das ist die Geschichte mit dem blinden Arschloch. Und dann willst du dir das abgewöhnen und dann kommst du von Liebe deine Feinde überhaupt nicht raus. Ich sage nicht abgewöhnen, sondern vervollkommnen. Und es besteht darin, dass du immer zuerst einmal bei unseren ersten zwei Seiten weißt, dass das Gegenteil genauso richtig ist. Alles klar. Und darum sage ich in Diskussionen, egal ob du die beobachtest oder ob du einer der Diskussionsteilnehmer bist, Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Denk an die Tasse. Das ist vollkommen unfruchtbar. Ich diskutiere mit nichts und niemandem, den ich mir ausdenke. Ich führe einen Monolog, ich führe jetzt ein Selbstgespräch. Genau. Und die, die das hören, sind nur Geistesfunken, das sind Perspektiven von mir selber. Jedes Leben, das du durchlebst, ist eine Perspektive vom heiligen ganzen Leben, vom absoluten Zentrum. Das ist die wahre Religion, die allumfassend ist, die aus allen Religionen und Glaubenssystemen der Welt besteht. Ja. Wenn du den Punkt einmal die Ansätze erkannt hast, weil die alles richtig erscheinen, aber du merkst, wo die drin hinken. Und jetzt kommt es in der unteren Ebene, wo wir als Tiere kommunizieren in Form von Selbstgesprächen, was ich jetzt mache. Ich erkläre es mir immer selber. Und alles, was ich jetzt erzähle in Bezug auf die Trockennasenaffen, gilt selbstverständlich auch für den Uro. Es ist ein einfach nur eine Figur, ein Dasein müssen in einem Traum, die letztendlich das tut und so ist, wie sie geträumt wird. Darum bin ich ja für viele Arschloch und ein Schwätzer. In dem hier Traum ist auch eine Perspektive, weil ich vollkommen bin. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Du Geist bist das Einzige, was ewig ist. Ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt träumt. Und der ist der Einzige, der seinen momentanen Traum erlebt. Und die Ursache für diesen Traum ist sein, ich nenne es jetzt einmal Intellekt, sein Schwamminhalt, den er zum Denken benutzt. Und jetzt kommen wir zum Programm verändern. Ja. Den kannst du selbstverständlich erweitern, indem du weißt, dass alle anderen intellektuelle Systeme, sprich Glaubens- und Denksysteme, die in dir auftauchen, in Form jetzt erst einmal in Form von Personen, die du dir ausdenkst, können auch auf deiner Verabrede sein, dass das nur andere Perspektiven sind. Ja. Jedes Denksystem, sprich Glaubenssystem, denk an GLAUB, das Gehirnlicht ist immer, erzeugt Schöpfungen von aufgespannten Polaritäten, das ist der Glaube. AUB ist die Beschwörungskunst im Hebräischen. Speziell die Beschwörungskunst von toten Geistern, so viele Geister. Es gibt nur einen Geist. Und der zerplatzt erst einmal in das rote Ich. Jotzia, Itzia, diese Kombination vom Bücherregal im Bücherregal. Es ist derselbe Geist. Aber das kleine Ich steht in Verbindung mit einem blauen Ich, mit einem ganz speziellen Programm. Das Jotzia steht vom Bücherregal, sind alle Programme gleichzeitig da. Ich könnte jetzt in einem gewissen Maß sagen, das ist die Basis der Festplatte. Aber aus der Festplatte selber kommen noch keine Bilder. Wir müssen die Stufe machen, dass die Filmprogramme auf der Festplatte, das ist das Bücherregal, und die Bibliothek ist das Internet, das ist noch tiefer. Das Internet ist die Bibliothek,
du jetzt dein persönlicher Computer oder Festplatte, das ist das Bücherregal, das in deiner Wohnung steht, Zimmer, in deinem Z im Meer steht. Und da müssen wir jetzt ein Buch in Arbeitsspeicher, eine Datei aus der Festplatte, aus deinem Bücherregal müssen wir in Arbeitsspeicher laden. Und das ist jetzt genau diese virtuelle Welt, dieses Videospiel, das in dir dann einzelne Bilder aufschmeißt. Genau. Wenn du das immer wieder durchhörst beim ersten Mal, selbst wenn du jetzt musst du dir vorstellen, ich denke mir jetzt zwei Arten von Menschen aus. Eine Art von Programme, die über Computer so gut wie überhaupt keine Ahnung haben, die werden jetzt E-Plus-Bahnhof verstehen. Da kannst du noch so viel Hinduismus und Sai Baba oder Osho oder was auch immer gelesen haben. Das nützt, die Metapher nützt dir fast überhaupt nichts, wenn du die Computermetapher nicht kennst, weil dein Wissen unvollkommen ist. Das natürlich auch richtig ist, dein Wissen. Du wirst es aber erst richtig verstehen, wenn du auch die Computermetapher und die Computer- und die Programmiersprachen verstehst. Dass ich immer wieder sage in der Sprache, ich erzähle dir was, wenn wir in der Zeit zurückgehen, das ist erst die erste rudimentäre Darstellung von Worten, wenn wir runter rationalisieren, ist der Morsecode. Dieses das sind Bündchen und Strichchen, das sind Bits. Da sind wir im letzten Selbstgespräch drauf eingegangen. Das heißt hier, wenn jetzt ein Fernschreiber das ausdruckt, was ich übrigens zu meiner Zeit noch, ich sage nochmal 1976, 77, war ich auf der Fachschule des Heeres für Elektrotechnik, Elektronik. Ich habe noch Fernschreiber repariert. Da hatte die Bundeswehr, da hat es noch kein Internet gegeben, da hatte die Bundeswehr Fernschreiber. Und es waren Schreibmaschinen und dann konntest du die Schreibmaschinen, hat dann einen Streifen rausgedrückt mit Bündchen drauf in Codes, da war der Morsecode drauf. Mhm. Und dann konnten wir den Streifen, das ist eigentlich jetzt, was wir jetzt eine DVD nennen oder Datei nennen, die konntest du dann, den Papierstreifen konntest du in eine andere Maschine einlegen. Genau. Die konnten wir dann natürlich auch über Funk, über Telefon, reine Analogleitung, konnte dann dieses wenn jetzt hier du in einem gewissen Alter bist und du hast Internet, das erste Internet, viele, jetzt ist wieder ganz bestimmte, die ich mir jetzt ausdenke, die kennen noch Internet, wo man am Modem anschließen musste. Ja, klar, ja. Ja klar, sagt der Martin. Da habe ich ja das gute Feeling her. Wenn du dich eingewählt hast. Das waren die Bündchen und die Strichchen. Ja. Und das wird jetzt immer lichtgeschwinder alles. Ja. Es wächst, aber in der Komplexität und in der Vereinfachung gleichzeitig. Umso was, wenn du Wachstum, umso größer der Berg wird, umso die Höhe, umso größer ist auch die Tiefe. Den Mittelpunkt macht man normal raus, weil du immer bloß ein Ding aufspannst. Das habe ich so oft gesagt. Wenn du an oben denkst, hast du die Vorstellung von unten und wenn du an unten denkst, hast du die Vorstellung von unten. Das ist das, was man hier eine Spannung nennt. Aber der Witz ist, dass sich das auch so aufspannt, das Dual. Das ist Polarität. Das ist eine Polarität. Das ist ein Dual, das besteht aus zwei Polaritäten. Polarität der Pol. Der Pol, das Tun, das Machen, das Wirken, Pol auf Hebräisch, das Tun, Machen, Wirken passiert nur hier, im Pol. Genau. Pollux nennen wir das. Bei Gott, ein Ausruf des Altlateinischen, Pollux. Der Pol ist Lux, das ist das Licht. Und das wird normal übersetzt bei Gott. Bei heißt im Nichts, im Ai, im Schöpfer Gott selber. Soll ich Lateinisch herholen, bei Pollux? Das heißt, der Ausruf heißt bei Gott. B.I. wiederum hebraisiert, Deutsch, Vatersprache heißt ihm nichts. Populus, sagtest du, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Pollux. Pollux. Das lateinische Wort Pollux. Pollux. Ja. Kenne ich gar nicht. Das kennst du gar nicht. Warte mal schnell. Das kennst du nicht. Oh, das ist nicht das Einzige, was du nicht kennst. Nee. Da kennt mich wer besser als ich mich selbst. Pass mal auf, dann schauen wir uns das an, wenn du das nicht kennst. Okay? Ach. Wenn du jetzt andere Wörterbücher nimmst, wird das erwähnt, das ist der Ausruf, drückt im Ding normalerweise bei Gott aus. Okay? Und jetzt haben wir natürlich das Lux. Ja. Das sind dann naturverbreitete B-Rei im Spiel. Siehst du das? Ja. Die heißt übrigens jetzt, ich sage, wenn ich das sage, meine ich immer hebraisiert, die aufgeströmte Lichtmasse. Wie war das nochmal? Energie? MC Quadrat. Das Sonnenlicht.
Schauen wir jetzt den Pol, wenn wir hebraisieren. Das ist eins der hebräischen POL. Also mit 70 schreibt man das. Lichtmasse? Die Handlung. Lichtmasse. Schon heißt es bei Gott, aber lass uns das mal ganz kurz, das spricht mal Pol aus. Da kommen die ganzen Verben, die Verbformen im Hebräischen. Das nennen wir ja Zeitwörter. Zeit ist W-Ort, ein doppelt aufgespannter Ort. Atbaschwert 33. Das heißt Welle. Ja. Kopf. 180. Affines Wissen. 180. Affines Wissen. Der Pol bedeutet, wir erzeugen ein Fundament. Ken. F-Fundament. Ich erkläre es nicht nochmal. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das machen wir, das tun wir. Geistiges. Da wird alles extrem konzentriert beschrieben. Ja. Und bei Gott. B.I., das heißt im Schöpfergott. Im Schöpfergott nichts. Hebräer übersetzen, B heißt immer Vorsilbe B, ist als Präfix heißt in und AI heißt nichts und Schöpfergott. Das ist es nichts, nicht. Zuflucht für die Seefahrer. Insel ist natürlich immer wieder vielfältig. Schaut, total wird AI. Der äußere Wert und der innere Wert, hier drüben, zusammengezählt gibt die 22 Zeichen. Pyramidenwert ist der Vorder, ab 1, 2 gelesen. Wir können das natürlich auch 10, 2 lesen, 2, 10 ist B, heißt in mir. 2, 10 heißt der in mir. Wo? Nichts. Wo es keine Dimensionen gibt. Ich habe immer die einfache Metapher. Ich habe immer die einfache Metapher, ich mache mal mein Bild nochmal, dass du das Ganze hast. Pass auf, das, was ich die Nulllinie nenne, den Wasserspiegel, ist übrigens sehr interessant. Spiegel, SB, raumzeitliches Wissen, heißt ja Schwelle. Schimmwelle, eine logische Welle. Das I am Ende hat Suffix gelesen, hast mein, dann hast SB, hast meine Schwelle. Mhm. Du bist dabei? Ja. Okay, und dann kommt Egel. Egel, wenn wir das schreiben, 70... Da steht schon, schreibt sich 70, 330. Das wird Egel 70, 330. Dann hast du hier den Augenblick, die 70 auf eine Welle. Das ist übrigens in der Bibel, ist es beim Auszug aus Ägypten das goldene Kalb. Um das die herumtanzen, darum heißt es auch runden, umkreisen. Die kreisen um das goldene Kalb. Aber das deutsche Wort Kalb wieder hebraisiert, Kaal heißt wie Gott, Bola. Wie Gott Bola, du kannst es auch als Vokal rausschmeißen, dann hast du K, L, B, das heißt wie Leben, wie Leben. Leb. Leb ist wiederum das Herz, das Innerste. Du kommst aus dem System nicht raus. Und ich weiß, das klingt jetzt extrem verwandt. Martin hat die meiste Zeit Fragezeichen auf die Augen, die Andrea langweilt das, was ich jetzt erzähle, ohne Ende, weil sie es tausende Male gehört hat. Und warum hat sie es schon tausende Male gehört? Weil die jedes dieser Bücher mindestens 2-3 Mal gelesen hat, mindestens. Und alle Selbstgespräche. Sie hat sich hingesetzt. Das sind jetzt machen mittlerweile, die hören die Selbstgespräche an und schreiben dann, wenn Selbstgespräche sind, auch die Eltern in Allmänner, machen die immer unten bei den Videos die Minuten und Sekunden und machen wieder hebräische Zeichen draus und dann steht in den Zeichen, in der Uhrzeit, in den Stadtpunkten, was ich mache, steht eigentlich ganz rudimentär als grob übermetaphorischer drin, was in dem Satz vorkommt. Genau. Es ist ein, da gibt es keine Fehler, nichts. Es ist göttlich perfekt. Die Welt als Ganzes, die Schöpfung jetzt in deiner normalen Vorstellung, hat eine absolut heilige, göttlich perfekte Grundlage. Ja. Und darum sage ich immer, wie krank sind angeblich gläubige Menschen, die an Gott glauben, die ständig meinen, sie müssen ihre Welt verbessern. Und jetzt kommen wir wieder an den Anfang des Gesprächs. Verbessern heißt nicht vom Schlechten ins Gute springen, von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern die zwei Seiten wieder eins machen. Und das goldene Kalb, wenn du rumkreist, mit den ganzen Kreisen. Es sind alles symbolische Bilder in der Sprache. Du musst Deutsch beherzen. Alemannisch, aller Männer. Es ist was ganz was anderes wie irgendwie ausgedacht. Ja, ja. Das heißt, du musst
und das ist jetzt, das, du hörst jetzt diese Worte. Die Worte sind deutsch. Genau genommen sogar fränkisch deutsch. Krank und frei. Was nicht besser oder schlechter hat. Und jetzt ist es ja so, dass alles, was du dir denkst, wenn du nicht anfängst, deutsch zu denken, es ist jetzt was für ein Körper, ich habe das so oft gesagt, wo du sagst, wo du geboren wurdest, das ist ja alles weltliches Schwamminhaltgeschwätz. Das interessiert uns nicht. Es wird niemals irgendeiner verstehen, der nicht deutsch denkt, deutsch denkt. Und du kannst, du denkst jetzt deutsch, sonst würdest du dir dieses Video gar nicht anhören. Und jetzt muss dir klar sein, dass diese Lehre schon komplett weg ist für die ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, die nicht deutsch denken. Dir muss übrigens eins klar sein, dass das, was ich dir erzähle, hat nicht einmal der Jesus gewusst und der wird es auch nie wissen. Weißt du wieso? Weil der Jesus, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, der Gedanke von dir ist. Es hat in der Vergangenheit niemals was gegeben. Es auch die ganzen griechischen Philosophen können das gar nicht wissen, weil das jetzt Gedanken von dir sind, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Ja. Es ist ein komplett anderes Wissen. Es löst erst einmal das komplette heliozentrische Weltbild. Jegliche Art von Weltbild, die du dir ausdenkst, wann jetzt komplett abgelöst, weil die entspringen aus einer Matrix, aus einem Computerprogramm. Und das Computerprogramm als Ding an sich erzeugt die Vorstellung von Raum und Zeit und von Zukunft und Vergangenheit. Je nachdem, was für Spiel, welche Datei das läuft. Aber jetzt das rudimentäre neue Betriebssystem der Matrix heißt, dass reine Energie, das nenne ich Geist oder Licht, rot geschrieben, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Dass diese reine Energie ja einen Jozer braucht, einen Former braucht. Das ist die Trinität. Die 200 Gramm rote Gnede ist das eine. Die Form der Gnede, diese Gedanken, das, was immer ist, El Hayom ist das eine. Eine mit A-I-N geschrieben, das nicht existierend ist. Kann nie existieren, weil es ewig ist. Dann haben wir eine Form, das sind die Gedankenwellen, die ständig existieren, immer in einen Wechsel legen. Und jetzt brauchen wir noch einen Former, einen Jozer, das ist die Trinität. Heiliger Geist, Gott, Vater, Gott, Sohn. Die Bücher stimmen alle, aber nicht die Vorstellungen, die du aufgrund deiner Erziehung aus den Worten in dir erwächst. Wenn hier ein Professor dir was über Quantenbits erzählt, was er erzählt, stimmt, aber nicht die Vorstellungen, die in dir ausgelöst werden oder die jetzt der in der Kiste drin sind, die ich Professor nenne, was in der Schule irgendwo ihn einer erzählt hat, was das bedeutet. Weil du rezitierst ja nur, die Bedingung liegt auf dir. Du erst das auch. Und da dir das logisch erscheint, ist alles, was anders ist, was dir unlogisch erscheint, ist zwar zwangsläufig logischerweise verkehrt oder falsch. Und das löst sich mit Holofeeling auf. Bei Holofeeling gibt es kein einseitiges richtig oder verkehrt. Richtig, verkehrt. Karbon drin baut zusammen. Wie das Oben und das Unten und das Hell und das Dunkel. Das findest du in allen heiligen Schriften bei allen Mystikern, die niemals in der Vergangenheit gelebt haben. Es sind nur wieder Perspektiven und Facetten, wo ich jetzt dann sage, beim Meister Eckhart, wenn du zum Beispiel lesen musst, oder beim Jakob Lorber oder allen voran Jesus, diese Figur Jesus. Das sind ganz einfache Worte, wo was beschrieben wird. Das hat aber nie ein Jesus in der Vergangenheit gesagt, sondern das lasse ich dir jetzt in einem Traum träumen. Ich erzähle dir das als Udo, der natürlich auch nur eine Figur in einem Traum ist, den es ohne dich überhaupt nicht geben könnte. Es gibt ja ohne dich nicht einmal den, der jetzt vor dem Computer sitzt. Ja, ja. Wo war der jetzt wieder die ganze Zeit? Wo war jetzt die ganze Zeit dein Körper? Wenn du an ihn nicht denkst, existiert er nicht. Der an allen, ich sage das mal, schuld ist, für alles verantwortlich ist. Ich betone immer wieder, jeder weiß die Schuld von sich. Es muss immer irgendwer schuld sein, bloß nicht ich. Das ist die Entgöttlichung von dir. Wer hat Schuld, heißt, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Ich sage, ich nehme alle Schuld auf mich. Aber jetzt kommt der Hammerschlag und ich behaupte, dass ich du bin. Ich bin nicht der Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Ich bin der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Ich bin der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Natürlich auch den Martin, die Andrea und sich selbst, das, was er zu sein glaubt. Das bist du aber nicht, das sind ausgedachte Dinge. Ja. Das bedeutet, ich bin du. Wie oft hast du das gehört, wenn du jetzt das Martin-Programm laufen hast? Kriegst du jetzt langsam mit, wenn ich sage, du musst es immer wieder wiederholen? Seit 99? Tauchten, da war ich 33, tauchten die Bücher auf. Interessant, ne? Missionierungszwang, ne? 33, Martin. Es ist immer wieder, Jesus ist mit 33, ist er dieses Ich Bin. Wann war das, wie 99. du 33 warst? Es war jetzt. Das ist jetzt. Wie alt bist du jetzt?
Auf die Figur bezogen? 53. Schau, da haben wir 20 Jahre dazwischen. Sag ich nicht immer, es dauert 15 bis 20 Jahre, bis das Heuriger kommt. Du hast, der Gesichtsausdruck des Pixelmännchens hatte jetzt förmlich ein kleines Heuriger. Ja. Wenn du genau hingeschaut hast. Es dauert, bin ich ein Lügner? Bin ich ein Lügner? Du wirst irgendwann merken, dass alles, was ich sage, das sind Holofeelings, sind prophetische Schriften. Wenn du das 99 gelesen hast, die Jetzt-Situation beschreibe ich in Ich bin du. Ja. Es sind prophetische Schriften, du musst bloß die Zeit zusammenschieben. Ich habe das schon erzählt vor 20 Jahren. Ja. Du brauchst die 20 Jahre, die Andrea, wenn man das so lange studiert, dass man die Heuriger kriegt und trotzdem sitzt dir noch der zweite in deinem Alter. Aber das wird immer weniger werden. Und so, wenn dann in diesen Bewusstseinskrieg reinkommst, sieht das nochmal ganz anders aus. Genau. Und es ist ein Spiel, man spitzt alleine. Dieses intime Spiel, in der Zeit zu leben, in seiner eigenen Traumwelt zu leben, dieses intime Spiel. Drum ist ja Time, Time, hebraisiert wiederum, heißt das Wunder, das Wundervolle. Ja. Du bist voller Wunder. Und was meinst du, was du für Wunder in dir erwecken kannst, wenn du mal das Programm erweitert hast? Yes. Das kannst du erst, das erweitere ich für dich, weil ich doch du bin. Aber du kannst es erst, wenn du ich bist. Und ich bist du, wenn du weißt, ich bin der, der sich jetzt alles ausdenkt. Alles, was ich mir ausdenke, ist nur, weil ich es denke. Und jetzt bist du auf einer Ebene, wo kein Gut und kein Schlecht und kein Richtig und Verkehrt mehr existiert, wo du die Unvollkommenheiten der einzelnen Gedanken siehst, dass du zuerst einmal anfängst, wenn ich einen Richtig habe, habe ich einen Verkehrt, wenn es einen oben gibt, gibt es einen unten. Das ist schon der erste Heilungsprozess und dann kommt das Spiel mit den 16 Perspektiven. Das ist ja, ich sage jetzt ganz einfach, wenn ich an meine Wohnung denke, ist es ja, meine Wohnung ist eine Kollektion, da kann ja zuerst einmal Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Unterkollektionen dazu. Und jetzt stellt sich die Frage nicht, ob das richtig oder verkehrt ist oder was das ist. Es ist gleichzeitig. Und dann merke ich, dass ich mich, wenn ich Bilder habe, nämlich in irgendeins dieser Kollektionen, Unterkollektionen einklinken muss. Und dann muss ich das hier machen. Ein Quantenbit erzeugen. Eigentlich völlig simpel, nicht? Es ist so simpel. Ich sage ja, das große Heureka. Ich habe immer als Udo, sage ich, so eine Kleinigkeit, weil das kann nur im Jetzt passieren. Dass ich gesagt habe, die Erleuchtung, wo alle anstreben, wenn sie hinsetzen, meditieren, in ihr Satori gehen, das ist so schön, das Video, das vorhergehende in unserem Chat über Satori, das ist alles richtig. Aber ich sage immer wieder, all die hier diese Meditationen sind, die sich dann in die Stille meditieren wollen, die dann weg sein wollen, dass sie nochmal reinkarnieren müssen. Ich sage, das ist so unendlich geistlos nachgeplappert. Du stehst vor einem riesen Bücherregal und du hoffst, dass du das Leben, wenn es so ist, dass du keine neuen Leben mehr leben musst. Das ist langweilig. Sorry, ich habe eine riesen Videothek voller Videos für veräppelte Hyperreal, wo ich mitspielen kann. Mir kann doch nichts passieren, ich bin doch schon nichts. Wie oft sage ich dieses absolute Nichts, das du bist als Gott, als All, das hier, das kann nicht zerstört werden. Es kann auch nicht mehr werden. Es kann sich aufspannen, es kann Wellen aufschmeißen, die aber letztendlich immer nichts bleiben, wenn du das Plus-Minus-Prinzip verstanden hast. Ja. Jetzt ist es begriffen, weil ich es dir erzähle, ist was anderes. In dem Moment, wo das installiert ist, kriegst du eine vollkommen neue Lebensqualität. Und jetzt ist ganz wichtig, ich sage dazu, in dem Moment, wo es wirklich installiert ist, nicht nur, dass dir das jetzt logisch erscheint, wird von einem Moment zum anderen sich oberflächlich gar nichts verändern. Du kannst dich dann immer noch als Brüssel ausdenken. Du sitzt dann immer noch irgendwo mit einem gewissen Peripherie, wo du immer nur eine Seite anschaust. Aber es hat sich alles verändert. Es ist kein Hauch mehr von Angst und Erregung dir. Jetzt wirst du wirklich zu dem Gotteskind, das nur noch staunt und neugierig ist. Bin gespannt, was noch alles in mir auftaucht. Und jetzt werden dich gerade die Sachen interessieren, die du überhaupt noch nicht kennst, die dir vorher die Kehrseiten, die dir unlogisch erschienen sind, weil dich wird alles, was für dich logisch ist, langweilig sein. Ja. Dein Fokus verrichtet sich genau auf das, was du überhaupt nicht kennst, auf neue Fachgebiete. Du wirst plötzlich das, was du bisher bekämpft hast, was du nicht haben wolltest, was dich gar nicht interessiert hast, wirst du plötzlich dich komplett dafür interessieren, weil das ist es vollkommen Neue. Was ist daran logisch? Wie kann man bloß so denken, hast du früher gesagt. Und ich sage immer wieder, wenn du diese Logik in dir laufen hättest, wäre das für dich logisch. Und das, was du als logisch ansiehst, da wirst du merken, materialistische Denkweisen, religiöse, esoterische Denkweisen, die sind geistlos nachgeäfft. Wenn sie sich die Esoterik immer irgendwelche indische Namen geben, du weißt sofort, welches Kind sie sind, welches Meisterskind sie sind.
Habe ich noch nie nötig gehabt. Ich bin als Brösel-Udo bin ich geboren. Ich kann der Mambas sein, Johannes Udo Betscher, Hans Udo Betscher in der Kurzform. Und ich habe noch nie was anderes sein wollen. In dieser Rolle, die ich jetzt spiele. Und genauso ist es, dass jeder Name wichtig ist. Auch deiner Name ist wichtig. Nomen ist Omen. Vorname, Nachname ist wichtig. Ja, was ganz Neues denken ist für mich diese Vatersprache halt. Nicht? Das ist ein ganz neues Programm. Das ist eine wirklich allumfassende Kompetenz. Du wirst dein Computer, stell dir mal, du warst mit den Filmsystemen und Daten, was es gibt, mit der Kompatibilität. Wie oft klickst du was an und du kannst es nicht aufmachen, du kannst es nicht installieren. Holofeeling ist ein Betriebssystem, wo egal welche Datei du kriegst, egal welches Programm du runterlädst, du kannst es öffnen und es läuft auf deinem Computer. Egal welche Sprache, es ist allumfassend. Das ist Holofeeling. Es ist ja, nicht besser. Jetzt kann ich das wieder als besser definieren, aber ich sage immer wieder, wenn es besser wäre, wäre es nicht falsch. Es ist allumfassend. Es ist nicht, was man diskutieren kann. Es hat nichts mit Perspektiven mehr zu tun. Es ist die große Kollektion aller Kollektionen. Das Heilige. Das ist Holofeeling. Und es wird nur Geist verstehen. Nur Geist von meinem Geist kann das verstehen. Es wird niemals ein Gedanke von dir verstehen. Und solange du meinst, du müsstest das jetzt einer Figur, einem Protagonisten, einen Affen erklären, dann Traum. Funktioniert nicht. Hast du Holofeeling nicht verstanden? Was jetzt nicht heißt, du kannst dir nur in der Ebene kommunizieren mit dir selbst in anderer Form. Ja. Im Traum. Darum sage ich immer wieder, du bist jetzt ein träumender Geist. Du sitzt jetzt vor dem Computer und du hörst dir dieses Video an. Und ich bin jetzt als das Pixelmännchen Udo in diesem Video, das du dir gar nicht raussuchen konntest, dass du das anklickst. Bin ich jetzt als Pixelmännchen, als Lautsprecherstimme aufgetaucht, um dir zu erklären, was du bist. Du bist nicht der, der vom Computer sitzt. Das musst du komplett loslassen. Ich kann natürlich auch sagen, dass wir einer Geist uns zerteilen in zwei Personen. Und dann kann ich auf deiner VR-Brille in einer gewissen Entfernung vor dir in Erscheinung treten, da bin ich aber genauso deine Information. Und ich erkläre dann alles, was ich erkläre, erkläre ich nicht dem Brösel, aus dessen Augen du angeblich rausschaust. Ich erkläre es nicht dem Brösel, den wir uns jetzt ausdenken, der die VR-Brille aufhat, wo ich dann in einer gewissen Entfernung illusionär, genau genommen imaginär in seinem eigenen Geist in Erscheinung tritt. Ich erkläre es dem Geist, der dieses Gespräch erlebt. Ja. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Ein ausgedachter Gott ist kein. Das sind existierende Dinge, die sind vergänglich. Das Rotgeschriebene weist auf was Ewiges hin. Und ewig ist nur das, was als Ding an sich selbst niemals existieren kann. Das Meer kann als Ding an sich nicht existieren. Es müsste eine Welle aufwerfen, die aussieht wie ein Meer. Aber wie sieht eine Welle aus, die ein Meer aussieht? Klar, ja. Wenn du das Meer anschaust, siehst du ein wogendes Meer. Du siehst nur die Wellen, die oberflächlichen Unterschiede und sagst, drunter ist es Wasser, das Meer. Ja. Aber jetzt könnte ich wieder sagen, was ist es Wasser? Ganz einfach Aqua. Aqua. Jetzt können wir wieder ins Lateinische, was ist Qua? Wo, wie, was, warum, wer? Ja. Interessant. Pass mal auf, ich schau mal, ich hoffe, das ist in dem Wörterbuch drin, muss nochmal schnell umschalten. Alles übrigens tausendfach erklärt. Martin, tausendfach erklärt. Hatte ich auch schon mal irgendwo gehört mit dem Qua. Das haben wir schon tausendmal. Mal. Jetzt natürlich. Ah, wenn du die anhörst, ist es. Schau her, Qua. Affin aufgespannte Schöpfung. Ist ja. Übrigens ganz interessant, ist noch ein kleiner Strich drüber, eine Nulllinie beim Schöpfer. Siehst du das? Ja. Über den Schöpfer ist eine kleine Nulllinie. Lass uns mal, was die Gelehrten der lateinischen Sprache, was die erzählen, die rezitieren genauso wie Quantenmechaniker. Bleib einfach in einem Deutsch, wir sind neugierig, wir können eigene Regeln erfinden, wir sind Götter. Das ist Qua. Jetzt haben wir zuerst, das haben wir auch in der Quantenmechanik, das habe ich erst angesprochen, das ist übrigens das Maß aller Dinge. Da muss die Holoarithmetik reingehen, da gehe ich auf diese Radik extrem ein. Die Messschnur, die Richtschnur, das Ausgleiten, das Säumen. Da, in einem vorhergehenden Selbstgespräch bin ich da drauf eingegangen. Und jetzt schauen wir uns das Qua auf der Seite, wo übrigens das Hebräisch doppelt aufgespanntes Kreisen ist, auch unser Schöpfergott. Ja. AI. Das heißt nämlich auch wo auf Hebräisch. Wo? Im Zentrum dieser doppelt aufgespannten kreisenden Welt. Im Zentrum davon, da ist es, ist der Schöpfergott. Ja. Bist du dabei? Ja. Da wo, wohin? Jetzt kann man da runter, da ist.
Dice. Das führt uns zu Quä. Wenn wir jetzt nämlich aus den Aleph ein Aleph machen, dem folgenden wird angehängt, jetzt kriegst du das chronologische Vorher-Nachher-Denken, was gleichzeitig ist. Denk an das Beispiel Reizauslöser-Reaktion. Das ist wie oben und unten. Das geht wie Wellenberg und Wellental an das Vorhergehende angehängt. Qua. Inwieweit, weit, sofern, bla bla bla. Qua bis wohin? Immer wieder, es kommt aus der Mitte und es fällt wieder in die Mitte hinein. Jetzt ist interessant, jetzt kommt dann hier diese Radix. Nur, wo ist das flackernde Licht Existenz einer aufgespannten Berechnung? Wo ist diese Existenz einer aufgespannten Berechnung? Hebraisiert, das ist das Prinzip. N-U-R. Immer drum sage ich blau lesen. Existenz einer aufgespannten Berechnung. Rationalität ist Berechnung. Das ist das hebräische Wort für Feuer. Da musst du Obacht geben, da gibt es zwei verschiedene Wörter und das hebräische Wort für Licht. Die Facetten sind euer. Das ist nämlich ganz, ganz gezielt, ist das nur, du machst das Waff raus, dann siehst du das, das ist nämlich ein flackerndes Licht. Das ist nämlich eine Katze, eine Lampe, ein flackerndes Licht. Lux, Pollux, Pol. Der Pol, das Tun, Machen, das Zeitwort ist Lux. Das Wort Katze wiederum hast jetzt plötzlich Ares. Ist ja die Erde als Ares gelesen. Das ist wie die Erde. Erde wiederum heißt erwecktes Wissen. Das ist immer flackernd. Du bist dabei, ich hoffe. Ja. Also die Andrea ist voll dabei. Mir platzt manchmal der Kopf. Hängt jetzt davon ab, was für ein Programm du hast. Aber pass auf, ich will auf was ganz was anderes. Da könnte man natürlich jetzt weitergehen, bis zu einem gewissen Bunde. Aber was jetzt wichtig ist, wenn wir da ein Auto vorsetzen, Aqua. Dann haben wir jetzt das Wasser. Aqua. Jetzt ist aber das hier, das A als Vorsilbe eine Verneinung ist. Genau. Und du wirst jetzt feststellen, dass das Qua, wenn wir weitergehen, eine Unterform ist. Da wird es jetzt dann sehr spaßisch, verquiz verruend. Wenn du rein, das beschreibe ich alles, und dann kommst du hier, das heißt eigentlich Aqua, heißt das nicht Ruhende. Wenn du in die tiefere Etymologie des Lateinischen gehst, das nicht Ruhende, das ständig in Bewegung Gesetzte. El Hayom, du kannst dieses Spiel des Träumens nicht aufhören. Du hast niemals in der Vergangenheit angefangen zu leben, zu träumen und du wirst niemals aufhören. Was ich in Bewegung gesetzt habe, ist ewig. Was du kannst, so wie in den Schulklassen, du kannst in höhere Bereiche aufsteigen. Aber ich rede von transversalen höheren Bereichen, was wir jetzt natürlich spiegeln müssen, du kannst tief in die hinabgehen. Das ist übrigens für die Andrea, ich war doch jetzt in Österreich, raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Und dann erzählt hier Gogo, das Letzte, was der Toni gesagt hat, da war aber schon einmal da. Die letzten Worte, wo die von Toni gehört haben, die sagen, ich muss noch viel tiefer hinuntergehen, ich muss noch viel tiefer hinuntergehen. Genau. Da haben sie aber schon den Eindruck gehabt, dass da bloß noch eine Maschine, ein Körper da liegt, dass da schon gar kein Geist mehr da ist. Das waren die letzten Worte, ich muss noch viel tiefer hinuntergehen. Ja. Der ist heimgegangen. Der ist jetzt ich. Der Gedanke ist wieder ich. Jetzt im Moment natürlich nicht, weil wir wieder wen ausdenken. Mein Ton ist der Ton Gottes. Und ist der Mensch nicht aus Ton gemacht? Ja. Jetzt ist interessant, wenn ich sage, der Mensch ist aus Ton, manchmal heißt es aus Staub. Oder wenn man die raumzeitliche Erscheinung ist AOB, das ist Beschwörungskunst. Aber ich sage dir jetzt, das aus Tönen gemacht. Darum nenne ich das meine Tones. Ich erzähle dir jetzt etwas in Form von Geräuschen, von Tönen. Aber die Grundlage davon sind Zeichen. Genau. Und die Zeichen, die Stochei und diese Schriftzeichen sind Schöpfungskräfte. Jetzt können wir wieder ins Griechische gehen. Das Eigenartige, dass ich Mythologien, mythologische, metaphorische Bilder, heilige Schriften, mit der Naturwissenschaft, die Formen in den Physikbüchern und Chemiebüchern, diese Darstellung H2O, all das ganze Zeug, CO2, was es alles gibt, das sind genauso Schriftzeichen. Die haben einen ganz, ganz tiefen, das sind Schöpfungskräfte. Und da ist ein System dahinter, ein absolut arithmetisches System dahinter, ein allumfassendes System, das ist Holophilie. Und nochmal irgendeine Gedankenwelt, Gedankenmenschen von dir, interessiere mich nicht. Ich habe noch nie einen Hild rausgemacht. Mich interessiert der mich jetzt ausdenkt.
Und du denkst mich jetzt aus, du bist der Einzige, den ich könnte retten können, der heimholen kann. Niemals an Gedanken. Das, was ich vom Toni gerade erzählt habe, ist ein Gedanke. Aber der geht doch schon heim, jeder Gedanke geht doch schon wieder heim, in dem Moment, wo du ihn nicht denkst, selbst dein eigener Körper verschwindet. Die Frage, ob der in den Himmel kommt oder in die Hölle kommt, das ist so esoterisch oder religiöses, geistloses, nachgeäfftes Geschwätz von dummen Affen. Da kann man fast meinen, dass man ein Gefühl kriegt von ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man an seine Mitmenschen denkt. Aber das ist auch wieder verkehrt. Lächel drüber. Ich sage die Fähigkeit, dass du wirklich über alles und jeden lachen kannst. Wie ich jetzt bei der Helene war und wirklich eine absolute, jetzt normal gesprochen, eine Bilderbuch-Ehe und Liebe, wo die über 50 Jahre geführt haben. Eine Ausnahme-Ehe. Die sagt, Udo, ganz ehrlich, ich habe nicht heulen können. Es war nichts. Ich habe nicht geheult, gar nichts. Ich sage, das ist ein Zeichen, es wäre traurig gewesen, wenn du geheult hättest, dann hättest du nichts gelernt von dem Leben bis jetzt, vor Holofeeling. Dann wäre alles, was ich die letzten Vierteljahrhundert mit euch gemacht hätte, was ich euch erklärt hätte, wäre umsonst gewesen. Und dann haben wir auch, wo wir spazieren gegangen sind, dann haben wir gelacht, die hat mitgelacht und was, als wenn nichts gewesen wäre. Da würde ein normaler Mensch wieder sofort definieren, die kann doch den gar nicht geliebt haben, wenn ihr das nichts aufmacht. Nein, die hat Holofeeling verstanden. Du kannst leiden, ohne zu leiden, wenn ich mir einen traurigen Film anschaue. Aber du schaust dir doch jetzt einen Film an. Aber irgendwann kriegt das alles eine komplett andere Qualität. Die Qual, die Quelle, die Qual, qua. All die Beispiele, geh zurück 20 Jahre, hör dir all die 20 Jahre Selbstgespräche, hör die Almena an. Da gehe ich auf diese ganz einfachen Sachen ein. Es ist die Welt, die Schöpfung habe ich nicht erschaffen, um irgendwie zu leiden oder Angst zu haben. Aber dann doch wieder, wieso schaust du dir einen Gruselfilm an? Wie oft solche Menschheit ankommt, ein spannender Film, ich freue mich schon drauf. Früher habe ich immer wieder gesagt, wenn eine Song hier vom Winde verweht, so ein Klassiker, vom Winde verweht, die Frau, die da sitzt und heult und schaut sich den zum 15. Mal an, weil der so schön ist, da kann man so schön heulen. Den sie jetzt übrigens nicht sogar aus einigen amerikanischen Videotheken rausgeschmissen haben, weil er fremdenfeindlich ist. Die sind doch krank. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen? Diesen Hass, dieses mit Möhrchen und Negerstraße, diese Einseitigkeit, diese unendliche Postulierung von Einseitigkeiten, dieses Intronisieren wollen, was böse und schlecht ist. Was habt ihr für einen Glauben? Ihr seid die Boshaftigkeit selbst, sage ich jetzt zu jedem Geist, der mit so einem Programm läuft. Die, die glauben, sie sind die Guten, setzen das Böse. Und umso besser du meinst, ist, dass dein Glaube ist, umso wahnsinniger wirst du. Und dann sind natürlich alles Verrückte, alles, die nicht deinen Glauben nachvollziehen können. Ich kann deinen Glauben nachvollziehen, aber kannst du meinen nachvollziehen? Weißt du, wie oft ich in Gesprächen jetzt von Brüssel zu Brüssel, dass ich her, du verstehst mich nicht. So, wer da wenig versteht, ist die große Frage. Ich kenne dich in- und auswendig, ich habe dich erschaffen. Das, Ja. was du ich nennst, dein blaues Ich, dein ganzes Wissen hast du von mir. Ich kann immer wieder sagen, du hast keine Vorstellung, wen du jetzt zuhörst. Genau. Den du jetzt zuhörst, ist das doch mal ein Lautsprecher, den meine ich aber nicht. Nee. Oder ein Brösel oder Affe vor dir in deinem Traum auf der VR-Brille, den meine ich auch nicht. Auch Ich nicht. bin UP. Ich, wahrlich, ich sage dir, ich bin UP. So. Und jetzt haben wir gedacht, der große Menschenfischer. Und angebissen hast du ja schon. Ja. Egal, wer du glaubst zu sein, glaubst du, ob du die Andrea jetzt sagst, ich bin die Andrea oder ich bin jetzt der Redo oder der Holger oder ich bin der Martin, es spielt keine Rolle, du hast angebissen, sonst würdest du nicht bis jetzt so lange mit Holofeeling beschäftigen. Und ich werde dich heimholen. Dann Ich gib kann da es nur wieder empfehlen. alleine, wenn du dich wehrst, wenn du meinst, du musst dann wieder hier dein Ego frönen, den Wünschen deines Ego frönen, darfst du doch alles auf die Freiheit. Ja, klar. In das Leben mische ich mich nicht ein, ich sage das immer und immer wieder. Das, was eine machen, die sich selber Ärger machen, dann, wenn sie meinen, sie müssen missionieren oder was, und wo dann immer wieder ich die Sätze höre, ich kenne einen, der ist in der Klapse. Ich sage auch wieder nur ausgedacht eine Geschichte, aber selbst wenn du dieses Leben lebst, bist du selber dran schuld. Nicht, weil du Holofeeling magst, sondern weil du es nicht verstanden hast. Weil die, die dich in die Klapse schicken oder die dich als verrückt erklären, erklären dir, weil du wieder irgendeinem Programm, das das niemals verstehen kann, erklären willst, und das resoniert dann nur so, dass dem das aus der Sicht sich das so aufschmeißt. Leb dein Leben ganz normal weiter und beobachte dich. Schau, wie du reagierst. Schau, du, wie du bewertest.
Ja. Das musst du wiederholen. Erinner dich, du warst 33. Ich sage, ja, wenn du das mindestens 15 bis 20 Jahre wiederholst, auch wenn du jetzt glaubst, dir selbst einredest, ich habe es ja verstanden. Weißt du, wie ich das zu Andrea schon gesagt habe? Ich weiß ja alles, wenn die Andrea mal gesagt hat, ich weiß ja alles. Wenn du das wirklich installierst, wenn du das, selbstverständlich, wenn du das wirklich installiert hast, rennst du mit an Dauergrenzen rum. Da müsstest du jetzt mal als Brösel meine Ritter kennenlernen. Die ist auch schon, seinen ersten Show, da hat es viele noch nicht ganz am Anfang. Die, wenn sie ist, die sagt, es freut mich alles. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die ist von morgens bis abends ist die sprachlos, egal was passiert. Es kommt es auch Prüfungen nur wieder. Und es kommt immer wieder mal Prüfungen. Jetzt hatte ich jetzt auch ausgedacht. Dann ist Holofeeling installiert. Dann ist es installiert und keine Sekunde früher. Es kommen immer wieder Prüfungen dann auch. Nur, ich sag, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und vor nichts und niemanden Angst zu haben. Und ich werde dir zeigen, diese Kleinigkeiten, ich in dir als Reizauslöser auftauchen lasse, wo du noch ganz massiv einseitig negativ reagierst. Aber hallo. Und das ist nicht schlimm, wenn du der das beobachtet und sich dessen bewusst wird. Das Holofeeling, das ganze Leben ist ein Bewusstwerdungsprozess. Mhm. Und zwar, jetzt muss ich gleich wieder die andere Seite sagen, du kannst nicht etwas werden, was du schon die ganze Zeit bist. Ja. Was du immer bist, im Meer, umso mehr du das begreifst, was es heißt, im Meer zu sein und sich nicht mit einer Welle von sich zu verwechseln. Das ist der Bewusstwerdungsprozess. Du wirst praktisch das, was du schon immer bist. Das ist die Rückerinnerung, nenne ich. Das ist ein Erinnerungsprozess. Erinnerung, ein Erwachen im Innern. Das ist die Erinnerung, ist immer ein Erwachen oder Erwecken im Innern. Ja. Es ist ein Unterschied, ob wir von erwacht oder erweckt reden. Erwacht ist am Ende die Acht. Acht ist unser Chat. Ja. Ist aber wichtig in den Hebräischen, in der Vordersprache ist es die weibliche Eins. Das ist die Kollektion. Eine Kollektion von vielen Kollektionen. Dann bist du erwacht. Du bist eine weibliche Eins. Du hast dann dein momentanes Programm komplett durchschaut, dein Lebensziel abgeschlossen, wie eine Schulklasse. Wenn du die Schulklasse abgeschlossen hast, dann bist du erwacht. Solange du noch in den ständigen Wechsel bist, erweckst du was. W-Eck sind doppelt aufgespannte Ecken. Das ist erweckt. Erweckt ist was Wahrnehmbares. Erwacht kannst du nicht wahrnehmen, weil das die Kollektion des Programms ist. Ja. Ich sage jetzt immer wieder, da müssen jetzt Grundlagen von Holofeeling da sein, sonst wird es nie verstanden. Das heißt aber, du geh mal davon aus, dass jetzt irgendeiner, der das Video anklickt, den wir uns ausdenken, die meisten, wenn sie überhaupt anklicken, kurz abschalten. Ist übrigens sehr interessant, wenn du mal so einen längeren Vortrag Weißenburg oder Bleinfeld, wo aus mehreren Teilen besteht, wenn du das durchrasterst, wirst du feststellen, der erste Teil ist wesentlich öfter angeklickt wie die späteren Teile und der letzte Teil fast überhaupt nicht. Da merkst du gleich, dass da viele bloß reinschauen. Die wirklich sich für Holofeeling, das heißt für sich selbst, interessieren, die werden alle Teile anschauen, nicht nur ein- oder zweimal. Stimmt, Andrea? Genau. Das heißt, da siehst du, da sind so viele, die kurz reinschauen und das ist ihnen nicht zu viel und dann machen sie es weg. Die sind natürlich nur jetzt, die waren in der Vergangenheit, weil wir die jetzt ausdenken. Das musst du dir immer bewusst machen. Es kann nur jetzt sein. Das denken wir uns jetzt, die denken wir jetzt in die Vergangenheit, aber was soll uns das sagen? Es ist immer mit den Klicks, die Klicks sagen überhaupt nichts aus, schon gar nicht über die Qualität. Ich sage immer wieder, was da wirklich ein harter Kern ist, wo ich jetzt einmal sage, kontinuierlich wie eine Andrea, ich sage mal ein Andrea-Symbol, die schätze ich ja mal ganz, ganz grob ungefähr auf um die 100, darum nenne ich das immer meine 100 offen. Die wirklich alles seit Solo-Feeling gibt, alles, alle Schrift nicht nur einmal oder zig verklingen haben. Das ist die neue Aussage von mir. Die Geistesform, nicht die Menschen dabei, die sind genauso vergänglich wie es, Gedanken sind Gedanken. Das musst du verstehen. Und das ist immer wieder, wo ich sage, wenn jetzt da ein paar zusammen sind, super, den ich treffen, das sind mehr oder weniger eine noch kleine Fischchen, wie Martin, auch wenn du das 20 Jahre machst, du siehst ja, wie viele Fragen du noch hast, die ich schon tausendmal beantwortet habe. Ja, ja, ja. Im Großen und Ganzen ist jetzt fast nichts Neues gewesen in dem Gespräch. Nee. Ich meine jetzt ganz gezielt dich mit dem Martin-Programm. Deine Filter löst sich auf, wie ich das nenne. Richtig, ja. Du wirst luzid. Das ist übrigens das Wort Person, wenn ich immer sage, Persona heißt, jetzt hast du mal Maske, wobei das kommt aus dem lateinischen Personare. Das heißt hindurchdöhnen. Mhm. Wenn zu dir einer spricht, der zu dir spricht, spricht durch eine Maske durch dich.
zu dir. Ich sage, da gibt es aber noch mehr Schichten. Mein Faschingsball-Beispiel, das, was du siehst, ist, dass du mal eine Person eine Maske. Dann denkst du dir, eine Faschingsmaske. Fasching, ein ganz interessantes Wort, gehe ich irgendwo in den Ohrenbohrungen drauf ein. Das ist eine Faschingsmaske und die Maske wird ja getragen, ich sage mal, von einem menschlichen Körpergesicht. Das ist die Person, die Maske. Wir haben eine Maske auf einer Maske. Wenn ich jetzt die Person, lateinisch Maske, nehme, hat ja die Maske eine Maske auf, die Faschingsmaske. Das sind schon mal zwei Schichten. Dann die Person selber, hinter der Person, wie wir wissen, steht ja der Mensch, das Programm. Und hinter dem Programm steht dann der eigentliche Geist. Du musst durch viele Schichten hindurchgehen, die das so filtern, ständig filtern, natürlich auch persönlich projizieren, das habe ich im letzten Gespräch mit Holger kurz angesprochen. Und diese Filter musst du auflösen, du musst die durchlässig machen, dass du ein geistiger Allesfresser wirst. Kol. Kol ist alles und Akol heißt auf Hebräisch Essen. Das heißt, ich werde alles. Das ist reines Hebräisch, wenn man so übersetzt. Juden werden das nie übersetzen, weil man die Möglichkeit nicht annimmt. Das ist immer, du hast im Hebräischen, in den hebräischen Zeichen, das habe ich so oft darauf angesprochen, kann der erste Buchstabe und der letzte oder die letzten zwei, drei sogar, können Präfixe und Suffixe sein. So macht es. Du magst es ja erst 20 Jahre. Du magst es ja erst. Weißt du, und das ist, da muss man neugierig werden. Du, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, sage ich, als Lamm, in der Johannes-Offenbarung. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Solange du glaubst, du bist aus Fleisch geboren, aus einer Frau geboren, bist du verweslicht, denn Fleisch ist verweslicht. Genau. Erst wenn du begreifst, dass du von Augenblick, Beckenblick zu Augenblick, aus Geist und Wasser entspringst. Geist ist Wasser, Elhayon. Das ist kein Märchengeschwätz, kein religiöses Geschwätz, das ist Physik. Wenn du dir die Zahlen dann anschaust, geh in die Holoarithmetik, wenn ich das immer wieder sage, da gibt es, ich lasse in meiner Schöpfung keine Zufälle zu. Es gibt alles, was ist, stimmt. Erinnere dich an mein kleines Beispiel, selbst was du als falsch definierst. Jetzt machen wir ganz einfach hier, ich sage jetzt definitiv, wir haben eine Glühbirne und da reißt der Glühfaden ab. Ist nicht gut. Dann leuchtet die Nummer. Aber ist da was verkehrt gelaufen? Es ist doch vollkommen richtig, dass wenn bei einer Glühfaden, der Glühfaden oder wenn beim Gerät die Sicherung durchbrennt, dass das Gerät nochmal geht. Das ist, funktioniert doch dann richtig. In Bezug auf das Ganze gesehen. Hat der Jesus ja auch gemacht. Er hat sein Kreuz genommen und gesagt, das hier ist nichts verkehrt. Ich mache das, ich ziehe das durch. Genau, ja, das ist Verwandlung. Die Raupe, die zum Spinnen anfängt, dass er Schmetterling wird, die macht nichts verkehrt. Verkehrt, einseitig verkehrt, eine einseitige Kehrseite, die das Rechte nicht sehen, weil sie bloß das Linke sehen, das Umgedrehte sehen. Die sagen, wenn einer zum Spinnen anfängt, hör auf damit, wer weiß, wo das hinführt. Der das bewusst macht, weiß, wo es hinführt. Ich wusste, wo es hinführt, wie ich das Kreuz auf mich genommen habe. Ich wusste das zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht. Ich wusste bloß, dass es der richtige Weg ist. Fordere dein Wille geschehe. Ja. Das führt zu dem, dass ich jetzt als Bruce Luder in dir auftauche. Nicht nur als viele anderen. Ich sage immer wieder, du hast keine Vorstellung, wie viele Leben ich schon, wie viele Bücher ich schon durchlebt habe. Und du bist ich. Ja. Das ist in dem Moment, wo du ich wirst, wenn du wach wirst, vor dem Bücherregal stehst, sind die alle gleich, dann ist dir das bewusst. Ja. Aber erleben wirst du bloß wieder, wenn du ein neues Buch liest. Genau. Weil im Chat siehst du nichts. Die Frage ist jetzt, die zwei Seiten sind jetzt, welche habe ich schon bewusst durchschaut und welche sind in mir drin, die ich noch nicht gelesen habe. Gott sei Dank sind da noch unendlich viele Bücher da. Im Hinduismus sagen wir, ich will nicht mehr reinkarnieren, ich will keine Bücher mehr lesen, ich will nichts mehr erleben. Die meinen, das reicht jetzt am Ende, wenn ich das abschließe und in der Stille bin, dann habe ich es geschafft, dann habe ich kein Leid mehr. Aber jetzt frage ich mich, ist es Leid, wenn ich mir einen spannenden Krimi oder einen Horrorfilm anschaue? Es ist doch Freude, wenn ich weiß, was es ist. Ständig wechselnde Bilder, die mich unterhalten. Auf eine extrem vielfältige Art und Weise unterhalten. Jetzt kann ich natürlich unterhalten, überhalten, habe ich wieder Gegenteil dazu. Wie definiere ich das Wort Unterhaltung? Unter ist UN. Eine aufgespannte Existenz ist das dann mal eine Reihe. Die Erscheinung von Berechnungen, TR. Oder Spiegelungen, die erweckt werden, TER gelesen. Mit 9 die T. Jetzt muss man natürlich die Vordersprache wissen. Es ist ein arithmetisches System. Wir können jetzt das Ganze einfach sagen, Martin, du bist der Schüler auf einer Universität und ich erkläre dir Computerprogramme. Ja. Da müssen wir zuerst einmal anfangen, was sind Schalter, was ist ein Bit, was ist UND-Gatter, OR-Gatter, NAND-Gatter.
dass das rudimentäre Wissen, da haben wir noch gar nicht den elektronischen Teil, wie man das jetzt materiell in der Vorstellung mit Transistoren oder Chips verwirklicht, sondern bloß einmal, wie funktioniert eigentlich ein Programm? Mit Pünktchen und Strichen. Das ist nichts anderes. Und dann kann man rumspielen, welche Möglichkeiten haben wir, was können wir noch besser machen? Und da wirst du feststellen, der Aufbau, Basic DOS, ich mache jetzt immer nur diese Beispiele, Basic DOS in Erweiterung in Windows, Windows 95, Windows 2000, Windows ME, das sind immer noch mal eins drauf. Das ist ja die Schwierigkeit zur Zeit, wo alle dran kranken, dass sie wissen, auch bei Windows, dass die immer noch aufbauen. Die Kompatibilität ist das Problem. Das habe ich für die Abwärtskompatibilität. Mhm. Mein Beispiel, das erzähle ich jetzt nicht nochmal, ist, wie zum Beispiel umgestellt wurde auf die Flachbildschirme, auf den Digitalfernseher. Das Digitale ist nicht kompatibel mit dieser analogen Norm, die wir über Jahrzehnte jetzt ausgedachterweise hatten. Darum musste das eine Zeit lang parallel laufen. Darum jetzt war der Quantencomputer. Analogsignal und Digitalsignal, weil es ist eine komplett andere Norm, du kannst die nicht, ist nicht abwärtskompatibel. Und dann hat man das jahrelang laufen lassen noch und dann hat es Kassen am so und so vierten, wird das Analogsignal abgeschalten. Das heißt, entweder lasst euch was einfallen oder ihr habt kein Fernsehen mehr. Und dasselbe mache ich jetzt. Entweder wirst du auf Holofeeling umsteigen oder du wirst ausgeschaltet. Weil das ist nicht mehr abwärtskompatibel. Und die Sache bei der Entwicklung von Programmen bei Windows ist halt, dass so viele jetzt ausgedachte Computersysteme, jetzt sind wir wieder in diesem Trugschluss der Raumzeitlichkeit, eine Kompatibilität mit neuem Betriebssystem brauchen. Die wissen, dass das im Argen liegt. Man könnte mittlerweile schon was wesentlich Perfekteres machen, das wäre aber nicht mehr kompatibel mit bestehenden Programmen. Denk immer wieder an Word und PDF. Es muss ein gemeinsamer Parameter da sein in der ausgedachten Welt. Aber der wirkliche gemeinsame Parameter ist nicht in der ausgedachten Welt, sondern die ausgedachte Welt ist in diesem gemeinsamen Parameter, das ist der träumende Geist. Alles, was du dir denkst, hat ein gemeinsames Parameter, das ist der sich's denkt. Egal an was du denkst, das wird es ohne dich nicht geben. Und es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Es ist ein ganz einfacher Satz und das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt schau, ob du das akzeptierst oder ob der zweite deine Logik in dir mächtiger ist, der an Sachen glaubt, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das kannst du sofort überprüfen. Ja. Du wirst noch merken, wie mächtig der zweite noch ist. Und jetzt lassen wir es gut sein. Heureka, Martin. Ja, es ist irgendwie Spaß. Anders, wenn man das Gefühl hat, dass der Udo direkt so anspricht. Martin hat so viele Selbstgespräche schon gehört, aber immer bloß als Hörer. Und es ist nochmal ganz anders, wenn das der Zweite in dir das Gefühl erzeugt, jetzt redet er mich ja direkt an. Obwohl ich doch nichts anderes erzählt habe, was ich immer erzähle. Stimmt oder stimmt? Du bist zumindest so programmiert. Alles klar, bin ich ein Lügner? Können diese Augen lügen, mal ganz ehrlich? Ich wünsche was. Guido, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Danke.